Ich komme jetzt mit dem Ton ohne Echo rüber. Wir müssen das dann wieder mal schneiden. Ja, es ist leider so. Ton in Ordnung. Ich hoffe mal, es klappt und wir haben kein Echo mehr. Ja, das sind leider so die Startprobleme, die es immer mal gibt. Gut, dann begrüße ich euch recht herzlich zur Live-Sendung. Wir hatten heute ein bisschen einen stolperigen Start, weil YouTube wieder mal neue Sicherheitsmerkmale eingebaut hat, wo man sich dann als Streamwilliger hier mit Haufen Tokens automatisieren. Bisschen lauter, ne? Können wir machen. Ja, gut, machen wir lauter. Mit Tokens authentifizieren muss. Und das nervt natürlich, weil wenn dann noch Windows-Update dabei ist, kann man natürlich seinen Sendeplan nicht einhalten. Aber ich hoffe mal, jetzt geht's wieder. So, gut. Wir hatten heute vor, die Siegelrechtewahl zu erklären, warum, wieso wir sie überhaupt brauchen. Es gibt eine neue Entscheidung vom EuGH. Der hat geurteilt, dass die Gesetzgebung vom 14.03.1933 bis 1945 rechtswidrig zustande gekommen ist. Hat der EuGH zwar nicht ganz Maß genommen, weil durch den Putsch, der am 28.10.1918 passiert ist, war natürlich die irreguläre Machtübernahme ja schon viel eher. Ihr wisst ja, habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, wenn jemand einen ordentliche Amtsübergabe macht, ne, dann gibt es einen offiziellen Staatsakt, da wird der Monarch sozusagen vortreten, wird sagen, ja, ich habe mir das jetzt anders überlegt, ich möchte die Ausfertigungsgewalt der Gesetze an den Reichstag übertragen. Und ich schlage vor, der Herr schlag mich tot, macht das. So, na, und dann wird eine große Kapelle spielen und dann wird es ein großes Event geben und das wird natürlich in allen Medien sein, was der Kaiser hat ihm das übertragen, darf er das und so weiter. So, davon ist alles nichts in der Presse. Der Kaiser ist nachts 23, am 29.10. 3 Uhr über die Grenze geflüchtet und Max von Baden und seine Banausen haben die Unterschriften gefälscht. Sie haben sich aber unterstanden, mit Imperator Rex zu unterschreiben, sondern haben einfach nur Wilhelm hingeschrieben und mit dem Lineal unten die Linie gerade gezogen. So, obwohl der Kaiser das mit einem gekonnten Handstrich gemacht hat. Und dass mehrere Sachen dort nicht in Ordnung sind. Also Preußen wird mit SZ geschrieben, das sollte man dann auch beherrschen, wenn man schon was fälscht. So, und dann gab es mehrere solche gefälschten Sachen, Urkunden. Insofern kann man damit ausgehen, dass es zur Weimarer Republik keinen ordentlichen Machtwechsel gegeben hat. Also der Kaiser die Ausfertigungsrechte nicht übertragen gekriegt hat. Und wer immer noch Zweifel hegt, da müsste sich bitte daran erinnern, dass Hitler und der Kaiser in Berlin langwierige Verhandlungen hatten, wo der Hitler darum gebeten hatte, die Ausfertigungsrechte für seine Gesetze übertragen zu bekommen. Und der Kaiser hat natürlich gewisse Bedingungen dran geknüpft, unter eben auch Rechtsstaatlichkeit und eben diese Zwangsmaßnahmen, die es im Nationalsozialismus nun mal gab, sollten dann nicht mehr sein. Und da war Hitler damit nicht einverstanden und da war er ein bisschen zickig und da hat der Kaiser gesagt, dann mag ich auch nicht mehr. Und da haben sie sich nicht geeinigt. Und so ist also gut dokumentiert, aufgrund der gescheiterten Behandlung, dass die Übertragung der Ausfertigungsrechte an Hitler nicht passiert ist. Und zwar von Anfang an nicht passiert ist. So, und vermutlich hat nur der EuGH sich belehren lassen, dass das mit dem Hitler nicht funktioniert. Allerdings hat er ein bisschen zu kurz geschossen. Er hätte also die Gesetzgebung ab 28.10.1918 bereits wegschneiden sollen. Aber man kann ja nochmal nachlegen. Für uns ist jedenfalls was Gutes, weil die angebliche deutsche Staatsangehörigkeit in dem Moment sich auch erledigt hat. Weil dort von, ich glaube, 5.2.1934 ist die erste Änderung oder die erste Erwähnung der deutschen Staatsangehörigkeit in dem Hitlerschen Gesetzblatt drinne. Aber er hatte auch keine Ausfertigungsrechte und auch die Bundesrepublik gibt das zu, dass Hitler keine hatte. Sonst hätten sie nämlich ihr Stack nach dem 5.2.34 gelegt und nicht gelassen auf dem kaiserlichen Datum. Das hat nur wieder damit zu tun, dass die Alliierten in Berlin immer noch an die Rechte des Kaiserreichs wollen und die werden alles verhindern, dass die Bundesrepublik an dem kaiserlichen Status von Berlin rüttelt, weil das Nießbrauchsrecht läuft über die Hauptstadt. Die Hauptstadt ist Berlin, aber es ist nicht die Hauptstadt der BRD, sondern die Hauptstadt vom Kaiserreich. Und dort sitzen die Alliierten als mit ihren außerordentlichen bevollmächtigten Botschaftern und dort langen die über die Haager Landkriegsordnung in das Nießbrauchsrecht rein. Und deswegen steht im Überleibungsvertrag, dass
Berlin kein konstitutioneller Bestandteil der Bundesrepublik ist und auch nicht von ihr regiert werden darf. So, nun kann man sich vorstellen, dass Frau Merkel immer gerne von Berlin aus redet, sodass die Leute über diesen Fakt getäuscht werden. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Braucht sich einfach bloß mal bei Google Überleitungsvertrag eingeben, das mal durchlesen und verstehen, was heißt, Berlin ist kein konstitutioneller Bestandteil der Bundesrepublik und darf nicht von ihr regiert werden. So, das heißt, jetzt hat die Bundesrepublik einen Trick gemacht und hat gesagt, wir erklären jetzt Berlin einfach mal zum sozialen Bundesstaat und tun so, als wäre Berlin eine ganz normale Firmen, ja, wie auch immer, Bundesstaat. Bundesland. Ne? So, Bundesland ist sozusagen eine Untergliederung des Bundes und der Bund selber ist ein Parteikonstrukt, was mit Übertretung des Grundgesetzes nicht nur an der politischen Meinungsbildung mitwirkt, sondern diktatorisch allen irgendeine Meinung auferlegt. Also zum Beispiel gibt es eine neue Definition, was denn nun ein Nazi ist. Also jetzt ist auch schon ein Nazi, wer gegen Kindesmissbrauch aufsteht. Warum? Naja, man muss sich mal überlegen, was in den letzten Tagen und Wochen rausgekommen ist im Zusammenhang mit dem, was in Hollywood dort an Erpressungssachen läuft. Und da hatte der Justin Bieber wohl eine Einladung gekriegt zu einem Kinderbereicherungstag. Und er war also mit der Praxis des Missbrauchs drogenabhängiger Kinder nicht einverstanden. Die wollten von ihm da so ein Treue-Ding machen. Also man muss ja wissen, in der Freimaurerei ist das organisierte Verbrechen seit 1929 und zwar seit Wallendienstag fester Bestandteil. So. Und da haben nur beide ihre Wissensstände sozusagen reingebaut. Also die Freimaurerei ihren und das organisierte Verbrechen ihren. Ne? Wer also im organisierten Verbrechen Mitglied werden will, da muss ein Verbrechen verüben. Das wird gefilmt. So, damit der nicht später sagen kann, ja, das waren ja die Bösen und ich habe ja nichts Dreck am Stecken, das sichern die. So. Und dann machen die das nächst schlimmere Ding mit dem, bis da sozusagen nicht mehr rauskommt. Wenn der irgendwann mal klar schießt und ihn verrät, dann geht eben dieses Videotape an die Polizei und dann nimmt es ihn hoch. So einfach regiert die Mafia im Prinzip ihre Leute. Und das hat die Freimaurer für ihre Leute gemacht. Das heißt, wer eine hochrangige Freimaurerposition hat, und man braucht sich das bloß mal bei Google BRD GmbH eingeben und dort sich die Koalition angucken, die da steht. Da wird man feststellen, dass sie alle hochrangige Funktionen in der Freimaurerei haben. Also natürlich mit diesen Erpressermethoden früher oder später konfrontiert worden sind. Ansonsten wären sie nicht an der Position, wo sie heute sind. So, und da hat sozusagen jeder in der Regierung das Messer am Hals des anderen. Und deswegen wird sich an diesem Konstrukt auch nichts ändern. Es wird auch keiner aus der Reihe tanzen. So, nun kann man nur noch raten, wer denn derjenige ist, der an der höchsten Position das Messer an seinen Untergebenen hält. Da muss man mal kurz überlegen, wie die Freimaurerei organisiert ist, wer an der Spitze der Freimaurerei steht, wer über dem schottischen Ritus steht und wer das noch nicht gesehen hat, die letzten Sendungen. Da gibt einfach mal einen oben bei Google, Eulenspiegel. Ich mach's nochmal vor, damit ihr das seht. Also muss ich mal hier meine Tastatur freilegen. Eulenspiegel und dann Symbolik. Symbolik. So, und dann gucken wir uns mal die lustige Grafik an, die hier kommt. Ist genau der erste Eintrag, Symbolik minus Eulenspiegel. Und da sehen wir hier diese beliebte Pyramide. So, ich mache es euch mal ein bisschen größer. So, na, so. Und da seht ihr ganz oben das allsehende Auge. Das ist also die höchsten Grade, die da eingeweiht sind. Dann haben wir hier den Round Table oder Tribunal, ja, Rothschild Tribunal, genau. Der Rat der 13, das sind also die Untergeordneten, die also sich regelmäßig treffen und das ganze Unheil in der Welt beschließen. Dann kommt der etwas weniger vertrauenswürdige Rat der 33, dann der Club der 300, das ist so die Ebene Schröder und ja, Tibelius, die da und da rumschweben. Also das ist so der Club, der die Bilderberger Konferenzen vorbereitet. Das wird hier im Club der 300 gemacht. Dann kommt der Pneibrit. Pneibrit ist eine Talmud-Sekte, die nur Juden aufnimmt und deren Ehrenmitglieder Kohl und Merkel sind.
Ja, so. Und die stehen über den Grand Orient, also im großen Orient, das ist auch eine Logenhierarchie, dann kommt der Kommunismus. Jetzt muss man überlegen, wenn man schon in so einer hohen Position ist und ein kommunistischer Führer, dann kriegt man doch seine Anweisung ganz sicher von denen, die oben drüber sitzen. Und dann frage ich mich, warum er sich jetzt so künstlich aufregen muss über Nordkorea. Ne? Das ist ein kommunistischer Führer, er kann also eine höher aufsteigen als Kommunismus. Wer regiert den Kommunismus? Na, der Neubrit. Ne? So. Und die geben die Befehle und dann machen die, was die müssen. Weil die ja auch in einer Erpressungssituation sind. Also das neue Theater, was hier aufgeführt wird mit Nordkorea, da wisst ihr ungefähr, wie das einzuordnen ist. So, und dann erst kommt dieser schottische Ritus und wenn sich da der Schäuble so vorne rausbeugt und meint, dass er einen sehr hohen Stand hat in dem ganzen Ding, also eingeweihter Kommunist steht da noch, immer noch drüber und auch Neubrit steht drüber und Ehrenmitglieder vom Neubrit haben einen hohen Rang. Ja, die sind nicht bloß 33. Grades. So, und hier eben. Ab dem 18. Grad gehen eben diese Rituale los, dass also Leute in unmögliche Situationen gebracht werden, also schon ab 18 Grad, ab dem Protestlevel. Und auf jeden Fall unterhalb des 29. Grades ist es fest vorgesehen. Wer es nicht glaubt, kann es nachlesen. Das Buch hieß Lehre und Dogma von, wer hat es geschrieben? Illuminaten-Experte aus Ingolstadt. Oh. Nein, Langzeitgedächtnis, Albert Pike und, ja, genau, Albert Pike. So. Und hier unten haben wir dann Humanismus, das ist so rotes, das Ro Deutsche Rote Kreuz, die blauen Logen, ja, hier, die kommen dann drüber, Freimaurer ohne Schutz, ja, das sind so die Möchtegern Freimaurer, ja, die so Rotary und, ach nee, Rotarier sind auch drüber, ja, also Rotarier. Der einen Rotary-Club leitet, ist mindestens 6. Grades. Also da steht hier oben. Ne? Das ist Pflicht. So. Also das kann man alles nachlesen im Wer regiert die Welt? Ist ein schönes Buch, Handbuch, so 150, 200 Seiten. Ist man in der Woche durch und dann hat man ungefähr einen Überblick, was hier los ist. So, gut. Wollten wir aber jetzt eine ausdehnen, die Geschichte. Das war nochmal eine kleine Auffrischung. So. Und diese ganzen Eliten, die kontrollieren sozusagen die Geschicke. Die haben den Ersten und den Zweiten Weltkrieg vorbereitet. Ne? Der Erste Weltkrieg wurde durch die lose schwarze Hand gemacht. Ja, da haben die also das Kronprinzenpaar erschossen. Ja. Zweiter Weltkrieg, Fortsetzung, die zwei Besatzungsmächte von Russland und von Deutschland haben miteinander Krieg geführt und auch freimaurerisch gestützt. Lenin war Freimaurer-Illuminat. Und ja, einige, die im Oberkommando der Wehrmacht waren, auch drin, nachweislich drin, gab es so auch so Kinderopferrituale in der Wewelsburg. Auch der Nationalsozialismus hatte seine Schattenseiten, einfach um die Leute bei Stange zu halten. Und hätte man das dann in die Öffentlichkeit gebracht, dann wären natürlich auch diese großen braunen Helden gefallen über diese Zeugenaussagen. So, also das System der Erpressung mit unmöglichen Sachen ist also sehr alt, geht also bis in die Anfänge des 18. Jahrhunderts zurück. Geht. So, das erstmal die Sache. Jetzt haben wir folgendes Problem. Durch den Bruch vom 27.10.1918 zum 28.10.1918 haben wir den Schnitt vom staatlichen Recht in das nichtstaatliche Recht, der Weimarer Republik. Man hat also in der Nacht die ganzen Symboliken, die es gibt, also was zum Beispiel unter Handelsrecht zu verstehen ist. Ne? Das Handelsrecht, wenn wir Handelsrecht aus der Sicht der Weimarer Republik betrachten, meinen wir die Handelsgesetzbücher, die letztlich nichts anderes ist als eine Schönrede der englischen Freibeuterregeln. Ja? So, das ist der Hardcore und das Handelsgesetzbuch ist so ein bisschen die aufgeweichte Form. Aber im Prinzip ist es eigentlich nur Raub. So, die Tschechei hat das Handelsgesetzbuch außer Kraft gesetzt und hat wieder die staatlichen Regeln eingesetzt. Und die hatten gleichzeitig mit den Bürgermeisterwahlen auch die Siegelrechtewahl, damit die Bürgermeister ordentliche Dokumente siegeln können. Und die unterschreiben auch. Und auch die Richter siegeln ordentlich und unterschreiben ordentlich. Dass das bei uns nicht so ist, liegt einfach daran, dass wir immer noch in der Weimarer Republik hocken. Also im Handelsrecht und da aus der staatlichen Sicht ist das Handelsrecht im Prinzip das Recht zu handeln, also dass die eine Privatautonomie vorherrscht, dass ich mit jemand anders ein Handelsgeschäft machen kann und von gewissen Regularien abweichen kann, solange wie es nicht sittenwidrig ist.
Ja. Und das, was hier in der Bundesrepublik läuft, Zwangsmitgliedschaften, was hier das Bundesverfassungsgericht auch schon wieder bestätigt hat, da wissen wir also, dass sie total parteihörig sind und dass man also damit hier die Mittelständler im Prinzip schlachten will. Und deswegen auch mein Aufruf an den Mittelstand, beteiligt euch an der Siegerehrung, indem ihr zumindest Druckkosten übernehmt oder einen Teil der Logistik, weil das können wir alleine nicht stemmen mit unserem Ding. Aber wenn ihr sagt, okay, ich bestelle mal eine Palette Flyer und ich schicke auch mal ein paar Leute los, die euch ein bisschen austragen helfen, dann wäre das natürlich eine schicke Sache. So. Gut, warum brauchen wir Siegel? Ja, es muss man sich jetzt wieder überlegen, was passiert denn, wenn man keins hat? So, da erinnern wir uns, dass der Erste, der irgendwie vorzeigbare Ausweise hatte, war der Ebel mit seiner Reichskanzlerei. So, Reichskanzlereien sind am 28.10.1918 verordnet, also nach der angeblichen Machtübernahme, die aber ja nicht stattgefunden hat, aber die Reichskanzlereien berufen sich drauf und setzen dann fort bis nach 1937. Also wer der Meinung ist, dass er im Rechtsstand von 1918 ist, aber nicht genau vorm oder auf dem 27.10.1918 hockt, sondern einen Tag später, der landet früher oder später im Nationalsozialismus, weil das die Fortsetzung war. Weimarer Blick hat vom 28.10. bis 1945 einen nahtlosen Übergang. Der Hitler hat kein neues System geschaffen. Er hat die Weimarer Republik zwar inhaltlich verändert, hat die Not beseitigt, ja, hat einige Gesetze auf den Weg gebracht, die natürlich ohne gelten, aber der hat sie halt umgesetzt. So, und dann ist er im Prinzip 1945 gefällt worden von Alliierten, weil Zweifrontenkrieg ist nun mal nicht zu gewinnen. Das ist der Punkt. So, und jetzt ist die spannende Geschichte. Jetzt behaupten Leute, die, ja, vielleicht irgendwie ein komisches Hobby haben. Wir müssten ja gar keine Siegelrechtewahl machen, weil der Kaiser hat ja bis 1941 gelebt und hätte das Kataster angeblich noch fortgeschrieben. Da muss ich doch mal nachdenken, wie das überhaupt sein kann. Wenn der Kaiser am 29.10.1918 die Grenze verlassen hat und sich ins Exil bewegt hat, während der Weimarer Republik außerhalb war, kann er doch nicht im Kataster geändert haben. Also läuft die Frist ab. Und es ist eine Lüge, dass man angeblich ewig Zeit hat. Und die heutigen Adligen können das auch nicht verlängern. Das ist falsch. Die können an sonst welcher Position stehen. Ohne Verweser kommen die nicht ins Amt. Weil man kann nachweisen, von 1955 weg bis heute, sich kein Adliger hingestellt hat und hat gesagt, ich habe hier die Rechte und ich stelle den kaiserlichen Bundesstaat wieder her. Wenn er das gemacht hätte, hätten sie ihn einfach abgeholt. Es geht einfach nur, indem du ein Referendum machst. So, dann kannst du es machen. Und dann muss derjenige, der die Rechte aus dem Referendum hat, sich ihn angucken in der ganzen Ordnungsklicke, muss sagen, der war beim Putsch, der war beim Putsch, der hat seine Rechte verkauft, der wird sowieso enteignet, weil das darf er nicht, weil die Rechte gehören dem Volk. Der hat das gemacht, der hat das gemacht, so. Und der will ja eh nicht mehr, so. Und dann werden die alle absortiert und ein paar bleiben dann übrig. So, und dann muss er sich gucken. Ist das jemand, der einem Staat vorstehen kann? Kann der ordentlich auftreten? Hat er einen klaren Blick, was hier zu tun ist? Ist er in der Lage, über einen langen Zeitraum eine durchgehende, saubere Arbeitsweise an den Tag zu legen? Möglicherweise muss er Unterstützung haben, man kann ja alles alleine machen, aber hat er eine klare Vorstellung von dem, was er machen will, wo er das Land hinbringen will? Ja oder nein? So, und da fallen schon wieder mal 50% weg. So, und dann kannst du immer sie weiter auseinandersuchen und bis dann einer übrig bleibt. Und dann kannst du sagen, okay, dann wird man denen mal vorschlagen von Verweser, dann müssten wir jetzt aber vom Volk wählen lassen. Warum? Naja, man muss sich jetzt überlegen, wie entstehen Könige. Könige entstehen durch ein direktes Referendum vom Volk, indem das Volk sagt, das ist unser Stammesältester, den machen wir jetzt zum König. Und so hat es angefangen. Das war damals bei der Königeinsetzung vom König Saul das erste Mal passiert. In dem Zopfträgerstamm. So, die haben dort ihren König gekrönt, der hat sich zur Urne gerade mit Ruhm bekleckert, war düscher Hart drauf gewesen, hatte nicht wirklich eine Segensader gehabt, aber es war der Erste, ich sag mal Versuchsmodell, und der es hätte besser gemacht machen können, König David, hatte dann auch sich ein paar Dinger geleistet, indem er seinen besten Offizier einfach mal verheizt hat, weil er seine Frau vernaschen wollte und ähnliche Dinge. So, und das ist ihm auch übel aufgestoßen und sein Sohn war auch nicht besser, der Salomo, der war zwar ein helles Käppel, aber da hat sich ja mit den phönizischen und babylonischen Göttern rumgeblockt und da ist er auch gefällt worden.
Tja, demzufolge ist dieser ganze Segen, der da angeblich ausgeht vom Zopfträgerstamm, nicht viel wirklich wert. Tja, und da sagen viele, das ganze Altgermanische ist wesentlich älter als dieser ganze alttestamentische Kram. Und die haben einfach nur abgeschrieben und haben das sich zurechtgebogen und die Geschichte sich gerade gelogen. Das ist einfach das, was man hier sagen muss. Tja. Dass es einen Schöpfer gibt, das kann man physikalisch beweisen, weil Eiweiße können immer nicht durch Zufall entstehen. Die Frage ist nur, wer war es? Das ist einem nicht beantwortet. Und man kann eben auch nicht sagen, es war der Gott der Bibel, aber man kann sagen, es muss einen intelligenten Sender geben, wenn es einen intelligenten Code gibt. Ja, das ist eine klare, nicht zu widerlegende Aussage, nennt man naturgesetzliche Informationstheorie. Kann man sich mal damit befassen, hat der Dr. Werner Gitt ausgehauen, genau. Und bis jetzt nicht widerlegt. So, ist eine Sache, die ordentlich funktioniert hat. Jetzt vor kurzem hat wohl einer wieder die Evolutionstheorie angezündelt, indem er Gewebe von einem Dino extrahiert hat, das bloß 6000 Jahre alt war, wo die ganze Evolutionstheorie ein bisschen in sich zusammenbröselt, weil dann keine Zeitebenen mehr gibt, sondern alles zur gleichen Zeit da war. Sehr interessant, dann haben sie seinen Lehrstuhl gecancelt. Weil er einfach mal frei geforscht hat. Na, ist schon mal interessant, wie da auch reingelangt wird. So, gut. Fakt ist, mit verfassungsgebender Versammlung kommen wir keinen Schritt weiter. Warum ne? Na, weil ich dann auch nichts anderes mache als einen Putsch. Ich mache einfach noch andere Regeln als der Blick. Aber ich mache eine Selbstermächtigung. Ich tue mit einem erlesenen Kreis meiner Kumpels eine Verfassung wählen und dann hoffe ich drauf, dass die, die dort zur Wahl rennen, das Ding aktivieren. So, dass ich schon 10 Mal gemacht habe und schon 10 Mal Rohrkrepierer gab, wissen wir, dass an der Sache nicht viel dran sein ist. Vor allen Dingen, sie haben kein Siegelrecht. So, warum brauche ich denn jetzt das Siegelrecht? Kommen wir jetzt, schließen wir das Ding. Also, Reichskanzlereien haben immer schicke Ausweise gemacht. Die haben sie sich entweder von Bundesdruckerei drucken lassen oder von Delary. Die machen ja auch Wertpapierdruckerei in Frankreich. Man kann sie auch bei den Russen bestellen. Also die Ausweismacherei, die reine technische, ist gar nicht das Problem. Das Problem ist der richtige Vogel, der da drauf ist. So. Und wenn ich einen Reichsausweis habe, wo der Adler der Weimarer Blick drauf ist, muss ich nicht lange überlegen, ob das gültiger ist. Weimarer Blick ist eine Firma, ein Handelskonstrukt. Das kann nicht staatlich sein. Und wenn ich einen Reichsbürgerausweis habe, wo der Weimarer Vogel drauf ist, dann kann ich den ungespitzt in den Papierkorb stecken. Das ist einfach Müll. So. Das staatliche Symbol sind die Symbole, die am 27.10.1918 gegolten haben. Und keine Sekunde später. Weil die Weimarer Blick hat neue gemacht. Die haben zwar auch in der Übergangsphase noch die alten Stadtsiegel verwendet, hätten sie aber nicht gedurft. Weil aufgrund des Putsches haben sie im Prinzip alle die staatliche Legitimation zersägt. Weil sie sich gegen das vom Volk direkt gewählte Regierungsoberhaupt aufgestellt haben. So, das ist Putsch, nennt sich Hochverrat, geht meist übel aus. Endet meist mit Verlust des Kopfes. So. Und nicht immer ist die Todesstrafe vollstreckt worden, aber Hochverrat ist schon mal ein schwereres Vergehen, was im kaiserlichen Recht brutal geahndet worden ist. So. Heutzutage ist es aber so, dass die Leute regelrecht stolz sind, wenn sie das Volk verraten und in eine Krise führen und die Sicherheitslage der Bundeswehr, der Polizei oder irgendwelchen anderen Rettungskräften derart gefährden, dass sie denen untersagen, zum Beispiel Migranten mal nach Ausweis zu fragen. Man muss sich fragen, was da los ist in dem Land. Wer hier eigentlich das Sagen hat. Im Grundgesetz steht, alle Gewalt geht vom Volk aus. Ist schon lange vorbei. Es ist eine üble zionistische Diktatur, die hier am Werk ist. Ja. Und die bedient sich einiger Helden der Nacht, die immer mal ein paar Leute überfallen, um Angst und Schrecken zu erzeugen. Aber denen kann man sagen, der Tag bricht an, dass das Volk die sich Oma zur Brust nimmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Weil, wenn das Volk in eine Richtung läuft und immer in die Richtung unterwegs ist, gibt es kein Zurück mehr. Es hat in der langen Geschichte, soweit wie man zurückdenken kann, beim Protestbürgerpotenzial, was bei 14% liegt, sich kein Gesellschaftssystem halten können, auf lange Zeit. Es waren vielleicht noch mal 20, 30 Jahre dazwischen, aber wenn diese kritische Phase 12, 13, 14% Protest wächst, ne? Dann kippt das um. Das gibt kein Beispiel in der zurückdenkbaren Geschichte, wo das Protestwählerpotenzial über 14 gelegen hat und was ein stabiles Gesellschaftssystem ergeben hat. So, das ist die magische Zahl. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich hängt es eben
mit Verteilungsprinzipien der Wahrscheinlichkeit zusammen, dass einem immer mal dann einer wieder Dreier belehrt oder so und dann kommt eben dieser Aufwacheffekt. So. Und momentan ist es so, in der Bundesrepublik ein ganz massives Aufwachen passiert und ein besonderes Häppchen ist eben, wenn man dann mal eine besondere Aufklärung noch betreibt. Also denjenigen, die wirklich nichts geblickt haben, was 89 passiert ist bei der Wende, den mal einen kleinen Brief in den Briefkasten hauen. So, das ist also die Flyer-Aktion, die wir hier parallel zur Verweserwahl machen. Und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Uiuiui. Mal gucken. Ja, muss ich mal hier meine Flyer-Tasche nehmen. So, also so sehen die aus. Ja, das sind die aktuellen Flyer, die jetzt zur Verweserwahl rausgekommen sind. Hier vorne sind die Siegel, die man wählen muss. Ich muss mal in die Kamera drehen. Ja, hier sind die Siegel. Ja, dann steht hier oben Wahlbenachrichtigung. Da sind im Prinzip dann nur eine Erklärung drin, warum man Siegelrechte braucht. Auf der Innenseite könnt ihr sehen, sind die ganzen Zeitebenen dargestellt. Geht es links los mit Varusschlacht. Ne? Also wie waren das hier bei den alten Germanen? Haben wir uns Gedanken gemacht, haben uns geguckt, wie haben die gelebt, also was haben die als Einkommen gehabt? Ne? Da haben wir dann immer hochgerechnet auf den derzeitigen Goldkurs. Das ist ja die einzige Währung, die von Varusschlacht bis heute durchweg da war. Ne? Und die haben mit Gold und Silber bezahlt und hatten Pferde und hatten ordentliche Bauten gebaut. Und das war für die kein Reichtum, sondern das haben die als Normalität des Lebens. Dass der jeder ein Pferd hatte, war normal. Ohne Pferd konntest du dort über dich überhaupt nicht bewegen. Da gab es gar keine Diskussion, dass du dann, wenn du Jüngling warst, eben dein Pferd gekriegt hast und deine Freundin im Urin und dann sind die durch die Kante geritten. So, heute können sich Pferde nur noch die Reichen leisten und alles, was komplizierter ist als ein Moped, da musst du schon gut verdienen. So. Ja, also kann sich heutzutage Hartz IV manch kaum noch leisten. Das wird ganz schnell zum Problem. Und das hat man gewollt, um eben die Spaltung in der Gesellschaft herbeizuführen. Außer unsere Migranten, die kriegen eine Fahrerlaubnis geschenkt und die kriegen auch Hilfe, wenn sie sich Auto besorgen wollen und lasiges Zeug. Ne? Und das wird gemacht, um Streit und Missgunst zu säen im Volk. So, werden dann unsere Rentner in Müllkübeln wühlen müssen. Das ist das, was die Regierung Merkel sich so vorgestellt hat. So, und dann werden natürlich irgendwann mal, wird es mal rumpeln in der Kiste. Die Frage ist, wann? Es ist auf jeden Fall unausweichlich. Es kommt früher oder später. Die Frage ist nur, wie viel Unschuldig erwischt es diesmal? Das ist die spannende Geschichte. Und das hängt davon ab, wie hoch die Aufklärungsrate ist. Wenn die Aufklärungsrate hoch ist, erwischt es die Richtigen, ist die Aufklärungsrate gering, erwischt es die Falschen. Deswegen ist das System nicht daran interessiert, dass eine hohe Aufklärung passiert. Aber gut. So, jetzt haben wir das Mittelalter Christianisierung. Also das ist die Zeit, wo der Film Der Name der Rose verortet ist, also die finstere Geschichte der katholischen Kirche, dass die überall reingelangt hat. So, dann haben wir einen Bereich Kaiserreich, da sieht man schon, das ist schon ein bisschen grüner gehalten. Warte mal, ich zeig's mal rum. Ach so, rum, ja. Ne? Kaiserreich haben wir hier die grüne, also da ist schon alles oder viel in Ordnung gebracht worden. Dann haben wir die Weimarer Republik, das ist ja fast alles rot, seht ihr hier. Ja, da gab es Chaos, da gab es Hungersnot. Hat man auch kaum was rücklegen können, Rentensystem zusammengebrochen und so weiter. Jeder war sich selbst der Nächste. So, danach kam der Nationalsozialismus, hat die großen gesellschaftlichen Zerwürfnisse ein bisschen gerichtet, aber hat natürlich eine neue Sache eingebracht. Also so eine Egoismus, deutsch-nationale Gruppendynamik, sag ich's mal. Ne? So, also wer da ne früh Heil Hitler gesagt hat, da wurde gleich erstmal beiseite gestellt und gefragt, ob er noch dabei ist oder ob man dann verhaften müsste. So, und das ist natürlich kein ordentliches Zusammenleben. Ja. Ich meine, es ist zwar, wird zwar dann ein großer Druck aufgebaut und so weiter und da wird auch in der Not vielleicht auch das eine oder andere schnell geregelt, aber es ist kein System, wo man wirklich glücklich sein könnte. Ja, das haben die alten Germanen da schon andere Vorstellungen gehabt. So, dann haben wir die BRD gehabt, da haben die gewisse Sachen des Nationalsozialismus fortgesetzt, ist ja bis heute so. Ja, viele Sachen sind inzwischen hier gelb markiert, weil man sagen kann, es hat sich vieles normalisiert, aber es gibt natürlich Abgründe der sozialen Absicherung, ne? Wenn Leute obdachlos werden, die BRD hilft, ne? Aber wenn irgendein Emigrant seinen Pass im Flugzeug schon gespielt hat, dann kriegt er alle Unterstützung, die er braucht, weil hier ein Bevölkerungsaustausch geplant ist. Dann hat man bei der UN beantragt, ist im Prinzip eine Fortsetzung des Husenplans und die Bundesrepublik hat jetzt das
in kodifizierter Form bei der CDU ins Parteiprogramm reingeschrieben. Hat er noch herausgefunden, glaube ich, Seite 31 oder 36, kann man es nachlesen. Ja, also Bevölkerungsaustauschprogramm läuft ja. So. Und um das in Ordnung zu bringen, brauchen wir dann im Prinzip die Siegerrechte und eine Verweserwahl, um diesen ganzen roten Mist hier mal einfach alle mal zu beenden und die primitiven Sachen, die es damals gegeben hat, eben zu beheben. Also Kaiserreich gab es da noch die Wehrpflicht ohne Wehrersatzdienst. Das halte ich nicht für richtig, weil der eine oder andere möchte einfach nicht in irgendeinen Krieg reingezogen werden. Sollte es also geben. Der Katastrophenschutz war natürlich in früheren Zeiten unterentwickelt und primitiv. Das muss natürlich auf den heutigen Standard angepasst werden. Umweltschutz muss auf ordentliches Maß zurückgefahren werden, also Roundup und ähnliche Umweltgifte verboten. Ja, Renteneintritt sollte es dann geben, aber nicht erst mit 67, sondern man hat also in der Weimarer Republik das erste Mal über, nee, im Kaiserreich das erste Mal über Rente nachgedacht. Da war die Rente bei 50. Dann durch die Not der Weimarer Republik wurde sie auf 60, heute sind wir schon bei 67. So, also ist es schlimmer eigentlich wie in der Weimarer Republik. So, und das muss natürlich auf 60 bzw. 50 mit Teilzeit zurückgefahren werden, damit wir wieder normale Verhältnisse kriegen. So, und dann haben wir natürlich das Geldniveau, also das Durchschnittseinkommen ist dann bei 4 Unzen anzusetzen. Das ist einfach das, weil ja die Steuererstattung, die der Kaiser geben müsste, von 1918 bis heute, natürlich dann hier zu Buche schlagen und das natürlich auf die Bevölkerung in Maßen umgelegt haben. Man kann natürlich nicht alles Geld an eben da anzünden, eine riesen Fete feiern. Man muss ja noch ein paar Jahrhunderte Ordnung schaffen. So, und da kann man nicht alles Geld raushauen. Also, aber 4 Unzen kann sich der Staat leisten. Das haben wir mal durchgerechnet. Das ist eine Sache, die 200 Jahre gut funktioniert. Unabhängig davon, wie das Wirtschaftswachstum. Also, es ist einfach Geld, das da ist, sind Forderungen, die das Kaiserreich an Reparationen an andere Länder hat. Ob die dann zahlungsfähig sind, ist eine andere Geschichte. Geht. Informationsfluss war natürlich früher auch mäßig, gab es nur Aushänge und das ist heutzutage mit Handy und den modernen Technologien. Allerdings müssten wir uns mal ein anderes Modulationsverfahren überlegen, weil die geboostete Mikrowellenstrahlung, die ist irgendwie nicht besonders gesund. Aber es gibt ja nur andere Technologien, die nicht so gesundheitsschädlich sind und die auch die Bluthirnschranke nicht schädigen. Vor allen Dingen eben auch das HARP gehört abgeschafft und damit hätten wir erstmal etwas Grundordnung drin. Und dazu brauchen wir eben einen Beschluss, ein Referendum, ne, dass das alle wollen. So, und da müsst ihr nur überlegen, wer darf denn hier mitbestimmen? Es wurde immer gesagt, ja, Urteil im Namen des Volkes und da kam inzwischen auch raus, dass es gar nicht das deutsche Volk ist, was diese Urteile hat, sondern das Volk der Russen. Beziehungsweise der Zopfträger. So, in dessen Namen wird das Urteil gesprochen. Das hat natürlich nichts mit einer ordentlichen Rechtsprechung zu tun, aber das ist ja heute gängige Praxis. So, und das muss sich natürlich ändern. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu den gesetzlichen Richtern? Na, die gesetzlichen Richter müssen gewählt werden. Kaiserreich wurden Richter, Amtmänner, Gemeindebedienstete, die Gemeindeschwester wurde gewählt. Ne? Die standen dort mit einem Wahlzettel und wenn die ihre Pflicht verletzt hatten, dann haben sie eben jemand anders ran gewählt. So, und dann war die eben 4 Jahre oder 5 Jahre im Amt, abhängig, was die derzeitige Gemeindewahlordnung vorgesehen hat, die ja noch gültig ist, ne? Weil der Staat hat es ja nicht geändert. War ja nur der Weimarer Blick, die gesagt hat, es gilt nicht mehr oder wir ändern das. So, und damit du jetzt erstmal unterscheiden kannst, wer denn wahlberechtigt wäre zur Siegerrechtewahl, dann musst du dir überlegen, wann war denn der Prozess der Entscheidungsfindung das erste Mal wirklich irreparabel gestört? Ja. Beim Kriegseintritt ist klar. War ein Putsch der Weimarer Republik, ist auch so. Durch Nationalsozialismus ist so. Aber die Generation lebt heute fast nicht mehr oder spielt in der Demografie keine Rolle. Weil die sind entweder im Rentenalter oder schon verstorben. So, wir müssen uns überlegen, wann war der letzte relevante Bruch? Da könnte man noch sagen, 1955, als Kriegsende war. 1956 waren die angeblich freien Wahlen, die aber auch schon wieder grundgesetzwidrig waren, weil es Listen gab. Und Listenwahlen erlaubt das Grundgesetz bis heute nicht. Nur direkte, unmittelbare Wahl. Eine Listenwahl ist keine direkte, unmittelbare. So, das heißt, die entscheidende Bruchstelle ist, wo Kohl und Genscher heimlich bei den Gesprächen der Wiedervereinigung die Staatsfragmente gelöscht haben. So, das hat einen Verfassungsnotstand erzeugt, weil hier eine Täuschung im Rechtsverkehr passiert ist. Die haben an diesem Tag Konstrukte im Handelsregister, im Handelsrecht neu erzeugt. Also haben das auch BRD und DDR genannt und haben das weiterleben lassen.
So, die hatten aber kein Volkseigentum. Das hat man hat dann nur so getan, als könnte man das Volkseigentum, was dem Volk gehört, privatisieren. Also sozusagen in das nicht existente Handelskonstrukt übernehmen und dann das sozusagen ausschlachten. Das war der Betrug, den Kohl und Genscher gemacht hatten. So, und da haben sie das Volk betrogen und im Prinzip ist das Hochverrat gewesen. So, das kann nie was Legales werden. So, und dieses Wissen muss aber erst mal unters Volk. So, die Volkskammer ist getäuscht worden über den Umstand, dass am Tag zuvor das Staatsfragment DDR und BRD gelöscht worden ist. Und die haben gedacht, dass sie bei der Entscheidung der Privatisierung des Volkseigentums über eine DDR reden, die es am 17. auch noch gegeben hat. Das war aber nicht so. Das ist dann die Täuschung, diese marode EDV-Firma, die sie dann hier im Prinzip der Bundesrepublik Deutschland aufgeblasen haben. So, kann man alles nachlesen, ist alles weitgehend auch verifiziert. Heute sagen sie, na, das ist ja nur eine Finanzagentur, die die Geldmittelbeschaffung des Bundes organisiert. Mag sein, aber so ist sie halt entstanden. Und aus Unrecht kann immer kein Recht erwachsen. Und wenn der Erste dagegen vorgeht und dagegen klagt, fällt der ganze Stöbelkacke einfach um. Das ist einfach so, weil man spätestens beim Staatsangehörigkeitsgesetz an die wunden Stellen der Bundesrepublik greift. Staatsangehörigkeitsgesetz hat das Ausfertigungsdatum 22.07.1913, stammt also aus dem Kaiserreich. Der Text stammt aber nicht aus dem Kaiserreich. Das heißt, hier ist ein Dokumentenschwindel passiert, also eine Urkundenfälschung. Man hat die Ausfertigungsrechte des kaiserlichen Rechts genommen und hat den Text ausgetauscht. Und so getan, als hätte die Bundesrepublik Ausfertigungsrechte. Dass die keine Ausfertigungsrechte haben, da passen die Alliierten auf. Das ist kein Problem. Aber wenn man den Text noch fälscht und dann sagt, naja, das hätte euch ja auffallen müssen, ihr hättet ja bloß mal das Gesetz vom Kaiser hernehmen brauchen, der wäre euch ja aufgefallen, dass das falsch ist. Also kann doch das Stack gar nicht gestimmt haben. Das ist ja die Argumentation, die am Ende kommt. Fakt ist aber, sie haben mit dem Stack gewählt. Also Betrug, mit einem betrügerischen Urkunde Wahlen veranstaltet. Ja. Und damit sind die Wahlen ungültig. Du kannst aus Unrecht kein Recht erzeugen. Du kannst nicht sagen, na, ihr habt ja sowieso keine Wahl. Ihr könnt nur SPD oder CDU oder die anderen Übel alle wählen. Es ist immer nur eine Auswahl aus dem großen Übel. So. Und deswegen ändern Wahlen nicht. Das ist ja die Argumentation, die ist. Aber jetzt kommt ja die spannende Geschichte. Was ist denn, wenn man nach staatlichen Prinzipien eine Wählerorganisation auf den Weg bringen, die im kaiserlichen Recht gegründet worden ist und die Wiederherstellung der Bundesstaaten im Sinn hat. Indem sie einfach sagt, Leute, ihr habt am Stock rumgemalt, habt den Text ausgetauscht, habt das Volk verarscht, habt eine ungültige Firma erzeugt und das Staatsfragment gelöscht und die Leute angelogen und noch verschwiegen, dass der Gorbatschow bei der Wiedervereinigung die Ostgebiete mit angeboten hatte. Und Kohl und Genscher gesagt haben, nee, wir wollen an der Oder-Neiße-Grenze festhalten. Da hat sich Gorbatschow die Augen gerieben. Und hat gesagt, wie kann denn das sein? Wir haben uns extra Mühe gegeben, die Polen davon zu überzeugen, dass das nicht denen gehört. Und jetzt wollen auf einmal die Ostgebiete nicht. Na, warum denn nicht? Da muss man mal an den Artikel 146 denken und da weiß man, wenn die das wirklich gemacht hätten, hätten die Grenzen von 1918 wieder hergestellt, hätten sie nämlich die Haager Landkriegsordnung eine Kassenglattstellung machen müssen. Und dort der Kohl aber nicht so viel Kleingeld einstecken hatte, weil er nämlich alles im Laufe der wohlgehenden Bundesrepublik verzockt hatte und einen Schuldenstand von 624 Milliarden angerichtet hat, konnte das natürlich nicht machen, ne? Weil die Kasse hätte an dem doch nicht glattgestellt werden können. Und da wäre es halt Triple Plus Rating zur Bedeutungslosigkeit versunken. So, die DDR hat ja noch Oberschulden gehabt, 6 Milliarden waren es wohl, aber das ist unwesentlich für so ein großes Gebiet. Also das hätte die DDR in einem halben Jahr auf einer Backe abarbeiten können, überhaupt kein Problem. So, aber man hat eben durch die Verteilung der Schulden hat also die 624 und die 6 Milliarden zusammengezählt und hat dann die große Schuldensumme auf alle umgeteilt und uns erzählt, dass sie einen Aufbau Ost gemacht haben. Die haben im Prinzip nur die Schulden aufgebaut. So, damit ist an dem Tag, an dem 17, 18, 7, 1990, das Volk betrogen worden. So, ein Betrug ist niemals was Legales. So, und jetzt muss man sagen, was wäre denn gewesen, wenn man an diesem Tag eine ordentliche Verfassungswahl gemacht hätte? Also, einer von der Presse hat rausgekriegt, die haben ihr Rotz gebaut und haben Staatsfragment erlegt, also Grundgesetz Artikel 23 gelöscht und wollten der DDR im Prinzip eine Treuhand unterschieben, um sie auszurauben. So, das hätte also Journalist rauskriegen können, hat ja auch einer rausgekriegt, der Talmud Kermossa, der ist bis zum heutigen Tag im Untergrund.
damit er nicht umgebracht wird, weil er war Augenzeuge, dass Kohl und Genscher das tatsächlich gemacht haben. Da musste er die Räume sichern. Und er kann das beweisen und hat auch die entsprechenden Dokumente. Ich gehe mal da in der Vermutung, dass die Kanzlerakte 4, die da weg ist, da unter sicherer Verwahrung ist, um einfach das Ding mal zu beweisen, wenn es an der Zeit wäre. Und so weiter noch unter uns lebt, Gerd Heimel, Kommissar, hat sich gegrüßt. Also wir denken an dich und hoffen, dass du die Unterlagen doch mal irgendwie in der Öffentlichkeit bringst, dass wir da mal alle Einsicht nehmen können. Das wäre sehr spannend. Das geht. Ich denke mal, irgendwann wird das lesen oder sehen oder hören. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir müssen uns jetzt überlegen. Angenommen, es wäre regulär gewesen. Also der militärische Abschirmdienst hätte Kohl und Genscher einfach mal eine eiserne Acht angelegt und hat gesagt, Freundchen, jetzt hast du den Bogen überspannt. Du willst das Volk verraten, du willst die Bundeswehr verraten, du willst die Sicherheitsinteressen von ganz Europa aufs Spiel setzen, jetzt ist Schluss. Hier ist die eiserne Acht, ab nach Sibirien. So, das dann wäre, hätte der militärische Abschirmdienst seine Arbeit ordentlich gemacht. Konnte er nicht, weil waren ja viele Korrupte auch mit dran. Ne? War man fürs Überlegen, Massaker in München, wer da alles mit rumgestrickt hat. Also ist einem so gelaufen. So, um das zu heilen, müssten wir jetzt im Prinzip an der Bruchstelle ein Referendum machen und das Volk befragen, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr hier weitermachen mit der Frau Merkel, eurer Migrantenpolitik, bis ihr nur noch gebückt unter dem Tisch vorgucken könnt und der Imam euch den Koran um die Ohren haut? Oder bewegt ihr euch mal, macht eine siegelrechte Wahl und setzt die alten Siegel wieder ein und bestraft die, die von Anfang an vorhatten, das Volk zu betrügen. Das wäre doch mal eine Ansage. Und der Weg dazu ist, die Wahlberechtigung auf die Umstände zu stellen, die zum 17., zum 18., 7. 1990 gegolten haben. Da müssen wir überlegen, was war denn da los? An dem Tag hatte die DDR so aus den 74er Jahren Vietnamesen und Angolaner als Hilfskräfte reingeholt. In Angola gab es damals einen Krieg, wo die DDR LKWs runtergeschafft hat. Uns erzählt hat, man müssten alle Soli-Marken kleben, damit die armen, hungernden Afrikaner da unten andere Fahrzeuge kriegen. So, die anderen Fahrzeuge waren der Farbe noch gar nicht drucken, waren die unten geliefert worden, waren sie grün gespritzt worden und hatten Maschinengewehr oben drauf. So, und damit hat die Bundesrepublik da unten Krieg, die DDR Krieg geführt. Unten, ein Stellvertreterkrieg. So, und Angola und aber andere afrikanische Länder haben sich dann dafür eingesetzt, dass die DDR einen ordentlichen Sitz in der UN kriegt und auch eine staatliche Anerkennung und so weiter. Und das hat dann die Bundesrepublik übernommen. Bei den Verträgen der Wiedervereinigung hat sich dann die Anwaltskanzleien, die die DDR vertreten haben, sich mit der Bundesregierung an einen Tisch gesetzt und haben einen Vertrag ausgehandelt, der sich Knebelvertrag nennt. Also wo der DDR untersagt worden ist, an die Öffentlichkeit zu treten, aber immer so weiterleben lassen will, weil ja sonst das Nießbrauchsrecht im Kaiserreich ein bisschen gefährdet wäre. Die DDR hat nämlich die Staatsangehörigkeit nicht erlegt. Die ist nämlich noch gültig. Man hat den DDR-Bürgern halt bloß ihren Ausweis weggenommen. Und das wäre nämlich der Einstieg gewesen, eine ordentliche Staatsangehörigkeit zu kriegen. Weil die Deutsche ist es nicht. Wenn die Hitlerschen Gesetze nicht gelten, der EuGH also das Gesetz, also die Rechtsprechung so gemacht hat, dass am 14.03.1933 die Gesetzgebung nicht mehr gilt, dann ist die deutsche Staatsangehörigkeit Geschichte, auch der Reichsbürgergeschichte, weil er stammt aus 1937, 38. So. Demzufolge ist auch das Grundgesetz Geschichte, weil die Grenzen vom 31.12.1937 dort verankert sind. Es sind aber nicht die staatlichen Grenzen, sondern es sind die Grenzen der Besatzungszone. So, die staatlichen Grenzen sind die Grenzen vorm Putsch, am Tag vorm Putsch. Genau genommen 27.10., 23:59, 59 Sekunden. Millisekunden gibt es nicht. So, das ist der Schnitt. So, danach kommt Putsch, danach kommt Elend, danach kommt Hitler, danach kommt der Kommunismus und der Rheinwiesenlager. Dann kommt die Normalisierungsphase, Marshallplan und so weiter. Und dann hat sich die Sache 1963 verselbstständigt. Osten, eine andere Politik als Westen. Im Ossiland kommt dann die Reiselust auf und dann kommt es zu den Verwerfungen in der Botschaft von Ungarn. Ja, das ist der Abriss, was hier passiert ist. Aber an diesem Tag war der Staat nicht gespalten worden. 1963 ist der Staat nicht gespalten worden. Die Wirtschaftsgebiete, der Warenfluss ist unterbrochen worden durch die Mauer. Das ist alles. Und die Arbeitskräfte, dass die nicht mehr hin und her konnten. So, aber der Staat, den Staat konnte weder die DDR noch die BRD auflösen. Der ist geblieben. Der Staat ist in den Grenzen vom 27.10.1918 definiert. Das ist so und das bleibt so.
So, jetzt müssen wir überlegen. Wenn wir Recht schaffen wollen, müssen wir das Volk fragen, welche Siegel sollen gelten? Es müssen aber welche sein, die am 27.10.1918 in Benutzung waren. Sie können natürlich 200 Jahre früher schon existiert haben, kann ja sein. Aber sie müssen an dem Tag in Benutzung sein. So, das kann man ja leicht prüfen. Man muss also irgendwelche Dokumente in den Staatsarchiven angucken, muss die Siegel vergleichen, dann merkt man, aha, im 18. Jahrhundert oder 1851 oder 1871, wo die Reichsgründung war, da sind die Siegel mal geändert worden. Und dann sind die meinetwegen bis in, ja, sagen wir mal, 1918 benutzt worden. Und die passen überall in die richtige Zeit. Und vielleicht hat an der einen oder anderen Gemeinde, haben die noch 14 Tage länger gegolten, bis die neue Siegel gemacht haben. So. Und da das alles einsches Chaos war, hat damals vielleicht auch keiner darauf geachtet, dass die Siegel heute nicht mehr die gleichen sind. So, die haben eine völlig andere Bedeutung. Die heutigen Siegel sind Warnzeichen. So, damit macht im Prinzip eine NGO Verträge, ohne dass du es merkst. So, die schieben dir die unter und die Richter sind auch keine gesetzlichen Richter, sondern die verfügen halt irgendwas und machen Beschlüsse. Beschlüsse sind nicht anders als eine Niederschrift einer Meinungsäußerung und nennen das dann Urteil und schreiben es aber nicht, weil sie es nicht dürfen, weil sie eben nach Kontrollratsgesetz nur halt mal den Eid ne so abgelegt haben, wie er dort niedergeschrieben worden ist, sondern irgendeinen bundesrepublikanischen Dingens gemacht haben und eine Rechtskundeprüfung, aber kein richtiges Staatsexamen. So, also kein Richter in der Bundesrepublik hat ein ordentliches, vom Staat ausgefertigtes Staatsexamen, sondern wir haben alle eine Rechtskundeprüfung, was die zweite Staatsexamen nennen. Es ist aber keins. Keiner kann das. Die Einzigen, die das könnten, waren die, die in der DDR das wirkliche zweite Staatsexamen abgelegt haben. Und zwar müsste man dann beide Hühneraugen zudrücken und sagen, dass die DDR-Verfassung gültig zustande gekommen sein könnte. Ist, ne, kann man beweisen, dass es nicht so ist. Und dass der Kommunismus auch eine vom Volk geliebte Regierungsform war. Das kann man auch verneinen. So. Und wenn man aber das weglässt, kommt man dahin, dass die DDR wenigstens ordentliche Richter hatten, die ihre Urteile ordentlich unterschrieben hat. Guckt sich einfach mal altes Scheidungsurteil aus der DDR an, sieht man, dass es ordentlich ausgefertigt wurde. Das Siegel steht auf 12 Uhr, da ist kein Text dahinter, der Richter hat mit Vor- und Zunahme unterschrieben und alles ordentlich bestellte Beamte. Dass es natürlich auch nur ein Besatzungskonstrukt ist, brauchen wir hier nicht diskutieren. Ja? Ist eine Diktatur, Diktaturen, die vom russischen Besatzungsmacht bestellt werden, sind kein Staat. So, also der DDR-Bürger ist auch nur ein Zugeständnis besonderer Rechte, hat aber an der Staatsangehörigkeit nichts geändert. Ja, so. Und deswegen haben wir sie noch. So, und wenn wir jetzt ein Volk sein wollen, dann müssen die Besserstellung der Mitteldeutschen natürlich auch im Westland durchgreifen. Und das war die Argumentation, die ich beim Bundesverfassungsgericht vorgetragen habe. Und da haben sie natürlich, sind sie gar nicht drauf eingestiegen, sondern haben einfach mal die Abkürzung genommen und haben sich einfach nur einen Fakt rausgepickt und haben sich daran festgebissen. Allerdings mit der Maßgabe, dass das Bundeswahlgesetz ja selber gar nicht gelten kann, weil die deutsche Staatsangehörigkeit niemand erfüllen kann. Die gibt's nicht. Die ist einfach nicht existent. Und ist eine Teilnichtigkeit, gibt's im deutschen Recht nicht. Wenn das nichtig ist, ist alles nichtig. So, und dann muss die Wahlgesetzgebung komplett neu aufgearbeitet werden. Vor allen Dingen muss man erstmal feststellen, wer ist überhaupt wahlberechtigt. Wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit nicht gibt, haben wir null Wahlberechtigte. Also kannst du auch nicht wählen. So, und das ist ja das, was ich dem Bundesverfassungsgericht um die Ohren gehauen habe. Und die haben hat sich einfach nicht interessiert. Na, dann werden wir eben die Anfechtung genau dann machen, wenn die Wählerverzeichnisse ausliegen. Da wird es noch viel lustiger. Weil wir haben dann nämlich in der Zwischenzeit die Nachweise, dass die anderen nämlich alle falsche Staatsangehörigkeiten haben, weil wir ja die Dokumente gesehen haben. Und können den Leuten natürlich sagen, guck mal, ja, das ist doch hier der falsche Vogel. So, und dann wird die Sache nämlich spannend. Und dann muss nämlich der Bundeswahlleiter nachweisen, dass er unsere Herleitung nicht verstanden hat. Und ein Jurist, der an der Stelle behauptet, er hätte nicht verstanden, dass die deutsche Staatsangehörigkeit nicht existiert, weil wir es hergeleitet haben mit dem Ausfertigungsdatum, genau das, wie ich jetzt auch gesagt habe, dann macht er Rechtsbeugung. So, dann muss vor der Genfer Konvention oder vor UN-Sicherheitsrat verhandelt werden. Und auf die Nummer bin ich jetzt schon mal gespannt. So, deswegen müssen wir uns noch mit der OSZE oder wie die heißen noch auseinandersetzen und müssen denen mal erklären, was in der Bundesrepublik mit dem Wahlrecht los ist, bevor die hier ihre Leute schicken und sagen, es wäre alles in Ordnung. Dann kommt die nämlich mit Wissen um die Ecke. So, und diese ganze Zusammenfassung findet ihr dann hier auf der Rückseite auf der, warte mal, ich drehe es mal hierher, hier auf der Seite könnt ihr das dann nachlesen, in gepresster Form.
So, jetzt kommt die spannende Geschichte. Mit der Siegelrechtewahl kannst du erstmal ordentlich siegeln, dass derjenige die Ableitung nach Rustag, nach dem alten Gesetzestext machen kann. Also ordentlich eingebürgert gehört und eine ordentliche Rechtsstellung als Deutscher nach dem Rustag dem zusteht. Denn selbst dann, wenn die Bundesrepublik Gesetze ändern hätte dürfen, gilt immer noch der Zeitpunkt deiner Geburt mit der Rechtsetzung. Also ich bin 64 geboren, die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes war 74. Also ich habe die alten Rechte noch, einfach weil ich zur rechten Zeit geboren wurde. Und ich bestehe darauf, dass ich die auch weiter habe. So, und da ist Deutsch keine Option. Unverhandelbar. Und je mehr man mich reizt, desto klarer und deutlicher werde ich das in der Live-Sendung auch sagen, damit es wirklich auch jeder versteht. Denn jeder ist betrogen worden. Sowohl von DDR als von BRD. So, gut. Jetzt machen wir also die Siegelrechtewahl und erklären alle zu Wahlberechtigten, die in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990 gemeldet waren. Denn das wäre genau die Anzahl derer, die hätten an diesem Tag einen Verfassungsnotstand erklären und beheben müssen. Niemand anders hätte da reinzureden gehabt. So, und zwar genau die, die an diesem Tag auf BRD-Seite nach BRD-Wahlrechtssystem, auf der DDR-Seite nach DDR-Wahlrechtssystem, auf der polnischen Seite nach dem polnischen Wahlrechtssystem hätten wählen müssen. Die Siegelrechtewahl muss sowieso auch in den Ostgebieten und in den Schutzgebieten gemacht werden. Aber das hat Zeit. Jetzt geht es erstmal um unser Land. Polen können sich um ihre Sache selber kümmern. Haben aber auch das Problem, auch die Tschechen. Ja, die Tschechen sind ja 1922 aus Österreich-Ungarn ausgetreten, aber die haben ja schon mal reagiert. Die haben ja schon mal bei der Bürgermeisterwahl jetzt die Siegel mitgewählt. Also die bereiten die Zurückführung in Österreich-Ungarn vor. Das muss man einfach sagen. Das ist die Vorbereitung, die Siegelrechtewahl. Na gut. So, also Chat. So, jetzt muss man überlegen. Es ergibt sich ein Ablauf. Kritisch würde es werden, wenn der Verweser vor Ablauf der 99 Jahre nie wieder ins Amt kommt, weil dann irgendein Emigrant sagen kann, ich erhebe jetzt Anspruch auf das Gebiet nach dem alten englischen Seeräuberrecht. Ich war der Erste, der das gefunden hat, das ist meine. So, und da gibt es natürlich eine Herr, bis er einen auf die Glocke kriegt. So, und genau das ist das Problem, dass nämlich dann der Bürgerkrieg im Prinzip vorprogrammiert ist. Und das genau will ja das Regime Merkel. Deswegen hat sie ja Waffen gehortet, hat Bunker gebaut, in der Hoffnung, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. So. Das würde ich gerne verhindern wollen, weil da nämlich Frauen, Kinder und die, die Schnipp verteidigen können, Ältere einen Kürzeren ziehen. Dass unser Eins das Zielen trainiert hat, die Beweglichkeit trainiert hat, die körperliche Fitness trainiert hat, ist ja schön und gut. Aber ich kann dir in meiner Verwandtschaft 30 Leute aufzählen, die werden ein leichtes Opfer von den Migranten, die durchtrainiert sind und die da unten kämpfen gelernt gekriegt haben vom CIA und ähnlichen Truppenteilen, weil die wurden ja von USA und von anderen Staaten ausgebildet. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen, der ISIS. So, und das hatte ja der CIA auch schon zugegeben und Trump hat natürlich jetzt alle Mühe, das dagegen zu steuern. Ja, versucht es zumindest. So, und die Bundesrepublik sägt natürlich jetzt rein und will das natürlich befördern. Das ist das Problem. Mal sehen, wie lange das gut geht. So, also, in der DDR waren wir Staatsangehörige vom Kaiserreich und Staatsbürger der DDR gleichzeitig. Die DDR hat die Staatsangehörigkeit nie angefasst. Warum hat denn die Bundesrepublik nichts Eiligeres zu tun gehabt, als unsere Personalausweise ungültig zu stempeln? Durfte sie gar nicht, aber hat sie gemacht. So, nachdem die Leute das Ding abgeladen war, haben sie nämlich dann Morgenluft geschnuppert und haben dann an der Staatsangehörigkeit rumgedoktert. Das ist nämlich das Problem. So, gut, also, nach der Rechnung muss man jetzt überlegen, wann müsste denn als letztes die Verweserwahl stattfinden. So, und da landen wir beim 15.10.1917 mit der Option, dass wir, wenn was schief geht, am 22.10.1917, 2017 nochmal wählen könnte. Also, 15.10.2017 wäre der erste Versuch. Da müsste man gucken, ob die sauber läuft, ob es Wahlanfechtung gibt. Ansonsten müssten wir die Woche nochmal nachlegen. So, und dann könnte der Verweser durch eine Abkündigung die 99 Jahre verlängern. Und dann haben wir 99 Jahre Zeit, um in dem Land Ordnung zu schaffen. Indem wir uns die ganzen alten Kaufverträge angucken und gucken, ob der sein Schloss
rechtmäßig verkauft hat oder ob er in der Not gebracht worden ist, weil in der Weimarer Republik einfach die Mittel nicht aufbringen konnte, weil sie das nicht erlaubt haben und verjagt haben, was auch immer. So, dann wäre es trotzdem die Frage, ob er denn das Eigentum in vollem Umfang zurückgekriegt hat, wenn er uns 100 Jahre in den Rücken gefallen ist. Und da würde ich mal den Kompromissvorschlag machen, dass der zwar sein Schloss erstmal in Besitz nehmen kann, um da drinnen zu wohnen, aber hat es nach amtlichen Regeln ordentlich zu verwalten und auszubauen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist seine Lebensaufgabe. Dann kann er über seinen Verrat gegenüber dem Kaiser nachdenken, ist in Brot und Arbeit, hat nun genug zu tun, um sein Schloss wieder in Ordnung zu bringen. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen Systemling, der ein bisschen beim Mauern und beim Dreck wegfahren hilft. Da fällt uns noch so eine Menge ein, dass da noch ein bisschen was gut zu machen wäre. Und dann kriegen wir unsere Schlosserburgenlandschaft in der Bundesrepublik auch wieder auf den Stand, wie das ordentlich auszusehen hat. Denn ich brauche ja bloß in der Gegend rumfahren, in Thüringen oder in Sachsen, wie die Schlösser aussehen, ist einfach nur eine Katastrophe. Das wird alles mit privaten Spendenmitteln gemacht. Es geht gar nicht. Das ist die Aufgabe des Staates, das Kulturgut zu erhalten. So, da muss ich jetzt nicht in die Wartburg fahren, die nur einigermaßen gut aussieht. Das sind ein paar Schlösser, da wird es schlecht. Dreigleischen wäre mal auch eine Maßnahme, die man mal ordentlich wieder aufbauen könnte. Das sind die hier, die, wenn man da A4 lang fährt. So, gut. Um eine ordentliche Wahl zu machen, muss ich aber 14 Tage vorneweg überhaupt die Wahlberechtigten der Verweserwahl bestimmt haben. So, dort gelten natürlich andere Regeln, weil die Verweserwahl ist ja im kaiserlichen Recht verortet, während die siegelrechte Wahl im Rechtsstand des Verfassungsnotstandes ist. Das heißt, eine Abstammung nach Rustag muss ich den Leuten, die bei der siegelrechte Wahl sind, nicht abnehmen. Warum nicht? Ja, weil an dem Tag hätten die, die wahlberechtigt wären, darüber abstimmen müssen, welche Verfassung soll gelten und wie soll es weiter. Darf der Bund seine Rechte ausweiten? Artikel 29 Absatz 8 oder wie das war. So, da hätte darüber abstimmen müssen und da wäre die GEZ mit Sicherheit hinuntergefallen. Das Volk wollte natürlich keine Gebühren haben hier. Die haben ja im Osten 3 Ostmark 5, glaube ich, fürs Fernsehen bezahlt und 5 Schwenger, glaube ich, für den Rundfunk. So, und das ist natürlich auch bei einem Einkommen von 600 Ostmark zu bezahlen gewesen. Da hat sich keiner drüber aufgeregt, weil das DDR-System auch nur gepresster Schwachsinn war. Aber egal, die Leute konnten es bezahlen. Und jetzt ist es aber so, dass es den Leuten einfach um den Keks geht, für 30 Euro belogen zu werden von früh bis abend. Und zwar in einer frechen Weise, dass Bilder aus anderen Krisengebieten einfach umgelabelt werden und dann gesagt wird, der Büdin hatte dies und jenes gemacht. Und das von früh bis abend und bis zum Erbrechen. ZDF Neo hat ja nichts anderes zu tun, als sich hier mit gefakten geschichtlichen Darstellungen über das Dritte Reich zu ergehen. Hat den Spitznamen Hitler TV inzwischen. So, dass die ganzen Dokus alle zusammengestrickt sind nach Siegerland, brauchen wir nicht überlegen. So, das hat nichts mit Geschichtsschreibung zu tun, aber das ist ein anderes Thema. So, gut. Irgendwann müssen die Leute aber mal Farbe bekennen und sagen, sind sie denn nach Rustag nur wahlberechtigt oder ne? So, jetzt müssen wir unterscheiden, wie es das Wahlrecht aussieht. In Bayern gab es 1908 eine Verfassungsreform und da hat man gesagt, die Frauen dürfen auch mitwählen. So. Lediglich das Eintrittsalter war 26 Jahre. So. In allen anderen Ländern galt 26 Jahre männlich, war der Einstand in die Wählbarkeit. Wählbarkeit und ins Wahlrecht. So. Und Entscheidungsposten im Staat wurden auch erst nur im fortgeschrittenen Alter vergeben. Also der General, da war ne. Unter 50. So, da war zwischen 50 und 60 verortet. Also der hätte bei einer Mobilmachung hätte siegeln dürfen. So, ne? Habe ich letztes Mal erklärt, warum und wieso das man nicht brauchen, weil der amtierende General nicht da sein kann, aufgrund, weil 100 Jahre nun verstrichen sind. Und die Lebenserwartung ist endlich. Ne? 26 Jahre plus 100 sind 126. Da müsste schon Methusalem sein, um das zu schaffen. Und da warst du aber kein General. So, bei der Siegelrechtewahl ist also die Abstammung nach Rustag nicht entscheidend, aber der Meldestatus. Die müssen zwingend in der DDR oder BRD gemeldet sein. Natürlich bei in Polen dann in Polen gemeldet sein. Und nicht erst in der Zeit danach illegal eingereist, wo die Grenzen offen sind. So, die sind alle nicht wahlberechtigt. Wenn die keinen Meldestatus nachweisen können, nicht wahlberechtigt für die Siegelrechtewahl. So, dort gelten aber die Regeln 18. Lebensjahr am Wahltag. So. Und die Kinder. Ne? Man muss ja überlegen, wer zum damaligen Zeitpunkt das Wahlrecht hatte, also 18 war, und dessen Nachkommen, die heute nach heutigen Regeln auch 18 hätten sein müssen. So, und da kommen also deren Kinder auch noch, sind auch noch wahlberechtigt. So, aber der Rest ne. Ne? So, bei der Verweserwahl befinden wir uns im kaiserlichen Recht. Dort ist ganz klar Lichtbildausweis nötig,
die Abstammung nach Rostock sauber hergeleitet, nach dem Originaltext. Und der Meldestatus ist nicht wichtig, weil wer Rostock hat, hat den Meldestatus auch. Und dort zählt das Lebensjahr 26 Jahre männlich. Außer in Bayern, da dürfen die Frauen mitwählen. So. Damit hätten wir im Prinzip den rechtlichen Raum abgesteckt, der für beide Wahlen wichtig wäre. So, die siegerechte Wahl müsste allerspätestens 14 Tage vor der Verweserwahl stattfinden, damit die Leute noch ordentliche Heimatscheine kriegen können. Und zwar mit einem ordentlichen Siegel. Denn mit dem Ding müssen die sich dann bei der im Wählerverzeichnis legitimieren. Die müssen also das Ding auf den Tisch legen und sagen, ja, ich habe die Prüfung alles schon absolviert. Ich hätte gerne meinen Wahlzettel, um den dort in die Tonne zu versenken. Dann haben wir uns überlegt, man braucht vier Wahlurnen, habe ich auch schon mal erklärt, warum und wieso. Und bei der Verweserwahl brauchen wir im Prinzip nur noch eine. Das ist nämlich die, die wahlberechtigt sind und eine, die in die Statistiktonne gehören. Also die ist immer nicht dabei. Ne? Du musst dann erwählen, wie viel Rückhalt hätte der Verweser in der Bevölkerung. So, da hättest du also, bei der Verweserwahl hättest du zwei Wahlurnen und bei der siegerechten Wahl vier. Die erste Tonne ist der Rostock-Deutsche, der zweite ist der, der am Meldestatus passt und männlich ist, 26 Jahre, und die dritte sind die, die wahlberechtigt sind, aber nicht dem Kriterium entsprechen, und die vierte sind die Statistiken. Ja, also diejenigen, die weder noch erfüllen, aber die Wahlunterlagen beantragt haben. So, gut. Und jetzt musst du natürlich noch beachten, dass nach der kaiserlichen Gemeindewahlordnung 14 Tage vor der siegerechten Wahl das Wählerverzeichnis erstellt sein muss. So, und dort musst du mindestens den Meldestatus nachweisen. So, das heißt, also deine Wahlunterlagen sozusagen angefordert haben, damit du eingetragen werden kannst in das Wählerverzeichnis. Es ist an jedem seine eigene Pflicht, die Nachweise zu erbringen. Ja, unsere kann man gar nicht leisten. Eigentlich hat sich der Landrat darum zu kümmern, der hat nachzuweisen, wer hier wahlberechtigt ist und wer nicht. Und da kann ja einfach also den Meldestatus einer Gemeinde zum Wahlberechtigten machen. Nicht jeder, der hier sich meldet, ich bin hier da, ich gehe da, ich wohne da, ich heiz da, ist ja Deutscher nach unseren Gesetzen, die in dem Land gelten. Ja? Das Dack macht ja aus einer Maus, die im Pferdestall geboren ist, ein Pferd. Das ist wider der natürlichen Ordnung. Ja? Das Rostack erfordert, dass das Fohlen von einem Pferd sein muss, an einer Maus. So. Gut, das wäre erstmal das. So, jetzt kommen wir zu der spannenden Geschichte. Wie machen wir denn das jetzt, dass wir die Leute überhaupt informieren? Da müssen wir uns überlegen, zum kaiserlichen Zeiten gab es am Gemeindeamt den Aushang. Das Ding hat mindestens 14 Tage gehängt, längstens aber 4 Wochen. 4 oder 8 Wochen. Manche haben im Sommer schon ausgehangen und im Herbst gewählt. So, gut. Manchmal stand nur einer drauf, manchmal waren das vielleicht drei Kandidaten, aber es war eine Mindestfrist von 14 Tagen. Das heißt, 14 Tage vor der eigentlichen Siegerechtewahl muss das Wählerverzeichnis sauber sein. Das heißt, eine Woche früher muss die Einspruchsfrist sein, weil du musst es ja noch ändern. Das heißt, 3 Wochen vor der Siegerechtewahl müsst ihr ein Wählerverzeichnis haben, wo alle eingetragen sind. Und die müsst ihr auch wieder 14 Tage eher eingeladen haben, und damit hast du einen Zeitpunkt, wo du allerspätestens die Flyer in die Häuser schaffen musst, damit die Leute Bescheid wissen, damit sie sich kümmern. Und wenn der Landrat das nicht herbringt, war es seine Pflicht von Anfang an, denn er muss ja schon bei allen früheren Wahlen, auch seiner eigenen Wahl, den Nachweis erbringen haben, dass er nur mit Wahlberechtigten gewählt worden ist. Ansonsten ist er nämlich längstens Landrat gewesen. Deswegen haben die natürlich höchstes Interesse zu verfolgen, wie sie denn ja ihre Haut retten sollen, wenn nämlich rauskommt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit nur heiße Luft ist. Das ist eine spannende Geschichte. So, und jetzt ist die spannende Frage: Wie bestimmst du denn jetzt die Siegelgebiete? Ne? Also, Siegelgebiet, was ist das eigentlich? Habe ich eigentlich auch schon erklärt. Also beispielsweise hast du ein Siegel einer Gemeinde. So, die hatte damals Gemeindegrenzen, und die Gemeinde hat für ihre Anwohner Heimatscheine, Einbürgerung, Jagdscheine, was weiß ich, alles Mögliche, Holzsammelscheine, was alles noch gab früher. Eine ganze Litanei von solchen alten Pässen kann man im Internet alle nachlesen. Haben wir eine Schulung dazu, kann man uns anfragen, kann man die Schulung wahrnehmen, wenn man selber sich mit der Sache befassen will oder selber eine Wahlkommission in seinem Ort gründen will. Gibt es zwei Schulungen. Die erste ist eher geschichtlicher Art, dass man erstmal versteht, warum und wieso, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Die zweite ist rein organisatorisch, damit man weiß, wie dreier nach die Abläufe sind, wer wem was bestätigen muss oder niederschreiben muss, wo die Spaffermärke verortet werden und so weiter und wie der ganze Ablauf funktioniert.
So, in einer gewissen Weise hatte ich das schon erklärt in den Videos Wissensabgleich, das ist der geschichtliche Teil. Und wir machen jetzt den praktischen. So. Ich habe jetzt erklärt, wie die Termine gesetzt werden müssen und die müssen in den Flyer rein. So, das haben wir inzwischen schon fertig. In dem Gebiet sind die Flyer momentan beim Austragen. So, die Leute haben also schon die ersten gekriegt. Und das müssen wir jetzt in ganz Sachsen, in ganz Preußen. Ja, Preußen brauchen wir uns über Nordschleswig-Holstein ähnlich nicht unterhalten. Preußen ist ein bisschen größer. So, Thüringen gab es 1918, ne? Da gingen Bayern und Sachsen nahtlos ineinander über, außer die Gebiete, die sie wegen falscher Frontlinie verloren haben an Preußen. Das sind die sogenannten Exklaven. So, das heißt, die Bayern und die Sachsen müssen gucken, wo in ihren Gebieten Exklaven sind. Und dort müssen natürlich preußische Siege gewählt werden. Eine spannende Geschichte. So, das müssen wir alles rausfinden. Und damit man jetzt selber nicht schon beim Ausstellen der Dokumente einen Siegelmissbrauch macht, muss außen noch rum um das Siegel Wahlkommission von dem Ort. Ne? Und unten Notstandsrecht 1913, 14. So. Und nach der Siegelrechtewahl fällt der äußere Ring weg. Und dann ist das eigentliche Siegel zu verwenden, nämlich zum Nachstempeln der Staatsangehörigkeit im Reisepass, zum Ausstellen der Heimatscheine. Und die müssen dann spätestens bei der Verweserwahl auf dem Tisch liegen. So, das musste jeder abholen. Klar, dass wir das nicht verschicken, weil die kommen sonst weg oder werden weggefangen. Und die Leute selber abholen und müssen dafür unterschreiben, dass sie es gekriegt haben. Weil die dann wieder um die Ecke kommen, ja, wir haben es ja nicht gekriegt. Und da musst du ja dann im Wählerverzeichnis den Nachweis führen, dass du die ordentlich ausgestellt hast. So, und da ist natürlich auch Bearbeitungsgebühren nötig, denn das ist eine Serviceleistung. Da hätte sich jeder 100 Jahre Zeit, sich um die ganzen Nachweise zu kümmern. Und wer es nicht gemacht hat, hat dann irgendwann mal Pech und muss eine ganz normale Einbürgerungsprozedur durchlaufen, als wenn er hier einfach mal so über die Grenze gelaufen wäre zum Kaiserreich. Da erinnert man sich an die Fernsehsendung mit dem Heinz Rühmann, der Hauptmann von Köpenick, was das für Schwierigkeiten war, damals, zu damaliger Zeit, einen ordentlichen Pass zu kriegen. Ja, können wir uns unbedingt mal reinziehen, das Ding. So, gut. Das habe ich alles schon erklärt. Jetzt kümmern wir uns, wie wir jetzt in das Verteilgebiet reinkommen. Und da müsste ich erst noch mal ein kleines Programm starten. Moment, hier oben. Gehen wir mal in OpenStreetMap.org. Könnt ihr gleich mal mitmachen? OpenStreetMap.org. So, hier geht's, damit geht's los. Das ist ein Kartensystem, eine freie Organisation, die sich auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen freie Kartenupdate für unsere Navis oder sonstigen Anwendungen und haben sozusagen mit sehr viel Aufwand Karten kartografiert mit dem Programm Mapnik und das zusammengeführt zu einer weltweiten Karte. Das ist sehr weit fortgeschritten, das Projekt, und es ist aktueller wie die Karten, die es in den üblichen Navis gibt. So, dann wollen wir uns jetzt mal gucken, zum Beispiel mal hier in der Nähe von Sachsen, gucken wir mal hier Chemnitz. Ja, es dauert ein bisschen, bis sich das wieder größer. Also einfach mit dem Rollrad der Maus größer ziehen. Ihr seht das ja, wie das immer größer wird. So, da gehen wir mal hier in die Innenstadtgebiete. So. Die Auflösung nützt uns noch nicht von der Karte. Warum ne? Na, weil die Hausnummern noch nicht zu sehen sind. So, dann müssen wir noch eine Etage größer gehen. Bis man hier an den Ecken die Hausnummern sieht. Und siehe da, hier sind sie schon. Eine weiter zurück sind sie nicht mehr da. Hier sind sie. So, dieses Bild, das brauchen wir für unser Straßenverzeichnis. Und da schieben wir uns das so zurecht, dass unser Siegelgebiet, was also größer ist, also erstmal brauchen wir ja eine Karte, wo das gesamte Siegelgebiet drauf ist. Na, wenn wir jetzt ein Stückchen zurückgehen, also das ist eine Hauptamtmannstadt, hat 8 Hauptamtmannsbezirke, die liegen ungefähr hier. So, das heißt, der erste Schritt, was ich mache, ich drücke jetzt hier auf die Taste Druck auf der Tastatur. Mache ich jetzt. Da seht ihr, dass die kleine Hand zuckt. Hier, wo mein Cursor ist. Hier ist der Cursor. Ja, das seht ihr auch im Video. Ich drücke jetzt und da zuckt da kurz. Das ist ein Zeichen, dass die Karte jetzt in eine Zwischenablage kopiert wurde. Zwischenablage ist ein Speicher im Windows, der dazu genutzt werden kann, um einen Bildschirmausdruck in ein Zeichenprogramm zu holen. Und sehr fein ist das Programm Irfan. Ich schieb's mal rüber, damit ihr das seht. Sieht so aus. Das ist mein Screenshot von jetzt eben, wo ich hier gerade gestreamt habe. Und rechts davon ist das, was ihr auf dem großen Bildschirm gesehen habt. Ist das hier. So, und dann macht er weiter nichts, als dass er mit der Maus ein Rechteck aufzieht. Und dann gibt er ein, Steuerung, das ist die ganz linke Taste und Y. So, da entsteht jetzt eure Übersichtskarte. Ja, die sieht so aus. Ich mache mal wieder
den Screen an hier, damit ich mich sehe, ob es alles geht. So. Mit dieser Karte geht es los und die speichert ihr euch ab. Ihr braucht jetzt ein zweites Irvanew, eine zweite Instanz, sagt man dazu, für die nächste Vergrößerungsstufe. Da gehe ich jetzt wieder rein in unsere Karte und ziehen wir jetzt aus der Innenstadt eine Vergrößerung raus, wo ich die Straßen sehe. So, hier seht man, das reicht noch, ne? Die nächste Größe sehe ich so. So, dann schiebt man das jetzt zurecht. Das ist hier Chemnitz Süd und das hier Fraunhofer Straße. Nehmen wir mal eine Innenstadt hier, wo der Nischel ist. Ne, du? Warte mal, wo ist denn das hier? Gustav-Freiberg-Straße. Ach hier, guck, hier, Zentrum. Ja, hier. Hier ist der Nischel. So, da seht ihr schon, dass hier viele öffentliche Gebäude sind. Ja, die haben alle keine Hausnummern. Aber wenn ich noch eine Etage größer gebe, seht ihr hier, die ganzen Nummern erscheinen. So, wir nehmen mal hier das Stück. Das ist Straße Nation. Max Nischel ist hier. Jetzt machen wir wieder einen Screenshot. Achtung, der Hand zickt. So, zack. Und das posten wir jetzt hier und dann in die zweite Instanz rein, wieder mit einfügen. Also Paste. Ctrl-V könnt ihr auch drücken. So, hat er wieder das Bild. Ich schiebe es nochmal rüber. Ja, das ist jetzt die große Auflösung. Jetzt macht er wieder mit der Maus, zieht euch Rechteck auf, macht Steuerung Y, um es freizustellen. Sieht dann so aus. Und das wäre jetzt eure Karte, wo ihr loslauft, um das Gebiet sozusagen zu beflyern. Ja? So, und damit ihr die Karten nicht vermehrt, macht ihr um. Na, mal erstmal die Sprache einstellen. Also, wenn das Ding frisch installiert ist, ist es Englisch. Da geht er hier oben rein. Bei Properties macht die Language auf Deutsch. Okay. So, jetzt habt ihr es in Deutsch. So, beim Bearbeiten, da seht ihr oben Zeichendialog anzeigen. Einmal klicken und da kommt er hier zu diesem Zeichendialog. Dann geht er auf den Buchstabe, schaltet das Ding auf Rot, wie ich es jetzt hier mache. Und dann fügt er hier meinetwegen Karte 1 ein als Text. Ne? Karte 1. So, mal gucken, wie groß das wird. Naja, es ist ja super, dass er jetzt gerade abgekackt ist. Nochmal. Drucktaste. Na, passiert halt. Ne? Also auch nicht so. Der Browser ist noch offen, also ist kein großes Problem jetzt. Genau. Übersichtskarte. So, machen wir jetzt hier. Achso, müssen wir wieder hier den Zeichendialog. Dann gibt's, hier haben wir ja wieder das Problem, dass wir erstmal auf Deutsch stellen müssen. Language, Deutsch, okay. So. Jetzt Zeichendialog. Farbe auf Rot. Hier reinklicken und da tragen wir ein, Karte 1. Karte 1. So, machen wir fett, dass man es richtig sieht. Und klicken jetzt auf OK. Ich krieg die Krise. Oh, muss ich jetzt wirklich nochmal ein Irvanew installieren? Oh, nee. Nochmal einfügen. Das ist wirklich jetzt nie lustig. Mal gucken. Aber nochmal. So. Arbeiten, Zeichendialog anzeigen. Achso, kann sein, wir müssen es erstmal speichern. Speichern, Originalverzeichnis. So, naja, gut, dann machen wir das hier, Karte 1. Ja, jetzt haben wir das hier gespeichert. Jetzt können wir sicherlich mit dem Zeichendialog auch hier drin rummalen, ohne dass es wieder einen Abbruch gibt. Karte 1, das ist der Vorführeffekt, ja. Aber wenn er das nochmal neu. Ja, jetzt hat es funktioniert. So. Das ist unsere Detailkarte und in der Übersichtskarte, also dort, wo die Straßen nicht zu erkennen sind, müssen wir jetzt mal ein bisschen zurückschalten. Dort müssten wir jetzt hier vor Chemnitz, wo das gesamte Ziegelgebiet ist, hier noch einmal einen Screenshot machen. Ich muss mal wieder runterziehen. Also wir sind hier mit der Karte 1 an der Stelle. Drucktaste, neues Irvanew. Schauen wir mal, dass es jetzt frisch geht. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich es nicht abgespeichert habe.
einfügen, Karte rauszoomen, Ctrl-Y, rüberschieben und hier wieder einfügen, Zeichendialog, Karte 1. Fett, also hier markieren, fett. Okay, hat funktioniert. So, das wird jetzt speichern unter, schreibt da rein, Übersicht. So, und nach dieser Sache, tut ihr alle Karten aufbauen. Ja? Da steht natürlich dann hier Karte 1, hier Karte 2 und so weiter, je nachdem wie das Verteilgebiet aussieht. Weil die Größe der Auflösung, wo ihr hier diese Nummern habt, ja? Warte mal, ich schieb's euch mal rüber. Na, ja, genau. Hier, die, wo ihr die Nummern habt, die bestimmt im Prinzip die Größe. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel größer mache hier. Ja, so, das wäre jetzt eine A4-Seite und dann kommt er her und tut hier innen abhaken. Ja, also mit einem Stift, kann das mal zeigen, hier, Zeichendialog, ja, was ist da wieder im Hintergrund, der Freund. Zeichendialog anzeigen, hier, so, dann macht er dann hier, Freihandlinie, haben wir irgendwo. Ach, mein, Pinsel, irgendwie Stift war das. Na gut, also macht hier einen Haken ran bei der 48, wenn das erledigt ist. Hier, zack. Ja, so. Oder ringelt es ein. Ja, ich mache mal so. Also einringeln, wenn das hier befleiert ist. Dann macht das nächste Haus. So, und wenn ihr sowas seht hier, ne, das ist meinetwegen hier, macht dann Vermerk rein, öffentlich. Ja, da wohnt niemand, da braucht er auch eine. Mit Kuli schreibt er das hier rein. Ja? Also hier, das ist irgendein öffentliches Gebäude. IHK, wisst ihr, ob die Wahlberechtigte haben? Ich glaube eher, ne? Ja? So. Gut. Und in der Weise bereitet ihr die Karten auf. Die druckt ihr euch aus. Und dann tut ihr abschätzen. Gibt es ja Statistiken in der Stadt, wie viele Einwohner ihr in dem gesamten Siegelgebiet habt. Und so entsprechende Flyer müsst ihr entsprechend bestellen. So, und da werden dann die Blanko-Flyer, die wir schon vorbereitet haben, in der Weise abgewandelt, dass dort die richtigen Siegel draufstehen und dass die Flyer 2-3 Tage zum Druck brauchen, müsst ihr auch noch einblauen. Dann müsst ihr die auch gleich gefalzt bestellen, nicht lose Blätter, sodass die ordentlich im Briefkasten aussehen. Und die Faltung ist auch nicht egal. Ihr müsst die dann so falten, dass die Siegel vorne sind, also dass vorne Wahlbenachrichtigung draufsteht und die Innenseite die bunte ist. So wird es gefaltet. Ja? So, das seht ihr dann alles. Und die Siegel müsst ihr natürlich dann für euer Gebiet anpassen. So, das ist jetzt das, was ich euch an Knopfhof mitgeben muss, wie man einen Flyer reinhaut, wisst ihr. Ihr braucht auch ne, beachten, wenn da drauf steht, keine Werbung einwerfen, weil das sind Wahlbenachrichtigungen. Mal richtige Wahlbenachrichtigungen, weil wir hier im staatlichen Recht sind, ne, im BRD-Recht. So, gut. Also, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Es ist nicht meine Aufgabe. Ich habe jetzt die letzten paar Tage nichts anderes gemacht, als Flyer woanders geworfen, um zu zeigen, wie es geht. Was da Schwierigkeiten sind und dass wir noch ein paar kleine Verbesserungen einarbeiten müssen. Nämlich, habe herausgefunden, in der Mitte der Karte müssen wenigstens die Geodaten rein. So, da gibt es ja Möglichkeiten. Also hier ungefähr würde JO60 Lima Tango sein. Das ist der sogenannte Lokator. Das ist weltweit eindeutig und dann bastelt ihr hier rein. Und dieser Lokator lässt sich in vielen Navis direkt einstellen oder ihr rechnet das um. Da gibt es ein Tool, QRZ. QTH nach ja, Geodaten fürs Navi. So. Aber dieser Begriff lässt sich relativ schnell merken. Also das ist der sogenannte Hem-Radio-Lokator, der sich sehr gut eignet, weil JO60 kann man sich besser merken wie eine lange Zahlenkolonne, denn wenn eine Zahl falsch ist, da drin fährt das Navi dich in die falsche Stelle. So, deswegen ist es besser, einen Lokator zu verwenden. Und den macht er auf die Karte drauf, damit er wisst, wenn ihr die Karte mal irgendwo ablegen wollt, zu welchem Protokoll gehört das? So, jetzt kommt die nächste Geschichte. Ihr müsst nämlich, das ist nämlich wichtig, die ganzen Hausnummern alle einringeln, weil das ist der Nachweis dafür, dass ihr wirklich die ganzen Briefkästen alle beflyert habt. Damit ihr später nachvollziehen kann, ob irgendeiner eine Beschwerde machen kann, weil er mal keinen Flyer gekriegt hat. Und wenn du siehst, ah, da ist mit einem Kuli eingeringelt, da war also einer dort und hat nach bestem Wissen und Gewissen das Ding befüllt. Unsere Aufgabe ist es nicht. Der Landrat ist dafür verantwortlich, dass ordentlich gewählt werden kann. Und wir wissen ja, aufgrund der EuGH-Entscheidung, dass es nicht mehr möglich ist.
Nachdem das Ding raus ist, dass der Hitler keine ordentliche Gesetzgebung gemacht hat, weil er keine Ausfertigungskompetenz hat, ist es ein Landrat seine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Wir bereiten es nur vor, um den Nachweis zu bringen, dass das Wählerverzeichnis eben nicht stimmt. So. Gut. Ich denke mal, ihr habt heute wieder eine volle Packung gekriegt. Ich habe euch gezeigt, wie man die Karten macht. Die Flyer sind als Blanko schon da. Einige sind schon im Druck. Alles, was wir brauchen, sind ein paar stramme Burschen, die sich ihr Ränzel schnallen, das Ding voll Flyer packen und das Ding unters Volk streuen. Nicht nur in Sachsen, nicht nur in Bayern, auch in Preußen, überall. So, den Staffelstab gebe ich euch. Also. Es gab genug Leute, die anfangen, gemutzt, wo ist denn mein Mitgliedsausweis? Wir haben das Ding, was ihr hier seht, vorbereitet. Das war richtig Arbeit, richtig Kopfarbeit. Dass keine Fehler passieren, weil wir haben nur einen Versuch. Also wie beim Golf. Hole and Run, mit einem Schlag das Ding versenken. Weil wir können leider nur noch 2 Versuche machen, weil die 99 Jahre sind immer um. Und leider haben wir sehr lange gebraucht, um den Betrug, den Kohl und Genscher gemacht haben, zu erkennen, aufzudecken. Da waren viele Opfer nötig und einige von uns haben ganz schön Federn lassen müssen. Aber wir sind jetzt an einem Stand, wo wir die kriminelle Bande der Rostock-Fälscher mit den Fingern in der Keksdose erwischt haben, wie ein guter Bekannter von mir immer zu sagen pflegte. So, das ist jetzt nun mal ein Fakt und der EuGH hat uns jetzt den Rücken gestärkt. Also ist es eure Aufgabe, euch zu bewegen und die Sache noch klar zu machen, bevor ihr, naja, das Aufeinandertreffen kommt, was wir alle nicht wollen. Ja, die Systemlinge wollen auch nicht den Kopf kürzer gemacht werden. Die wollen auch mit einem blauen Auge davonkommen. Und die Möglichkeit besteht, durch entsprechende Zeugenschutzprogramme, dass die sagen, wer die Schweinerei angefangen hat und wer für den Schweinestall verantwortlich ist. Mehr wollen wir von denen gar nicht hören. Und diejenigen, die das Ding verbrochen haben, am 17, 18, 7, 1990, die müssen eben mit leichten Enteignungen hinkommen und haben eventuell etwas abzuarbeiten. Aber es wird einem keiner auf die Streckbank gelegt oder den Kopf kürzer gemacht. Das ist der Vorteil bei der Geschichte. Und sollten ins OAZ oder irgendwelche anderen Truppenteile ja Ärger machen, dann gebe ich zu bedenken, dass das die Ersten sein werden, die beim Bürgerkrieg heimgesucht werden. Und ich denke jetzt mal nicht an die bewaffneten Einheiten, sondern die, die im Hinterland verblieben sind. Denn die Leute werden sich rächen wollen. Deswegen sollte der Hamas mal seine kleinen Gehirnzellen anstecken, wie er dieses Schlammloch ausmisten kann, bevor die Wellen über ihn zusammenschlagen. Weil, wenn die Krise einmal los ist, kann keiner keinen schützen. Die Polizeier werden ihre eigenen Familie schützen, die werden Teufel dienen und Politiker schützen, die uns nur betrogen haben. Das ist einfach der Fakt. Und da kannst du in der Linnéstraße 10-mal grinsen drüber. Früher oder später wird es genauso laufen wie 89. Da will keiner mehr an der Stasi gewesen sein. Wollen sie alle sich in irgendeinem Wachschutz abdorn. Aber das Gesellschaftssystem, was danach kommt, da wird es keine Auffanglager geben, weil einfach die Kapazität nicht da ist, weil die Herausforderung der ganzen Welt die gleiche ist. Ob du da nach Irak gehst, nach Syrien gehst, nach Nordkorea gehst, die ganzen afrikanischen Länder, die warten einfach nur darauf, dass wir Deutschen aufstehen und uns das nicht länger gefallen lassen und uns nicht länger vom Ami ausbluten lassen. So, der Ami hat genug Probleme im eigenen Land. Im Prinzip müsste jeder, der in Ramstein stationiert ist, darüber nachdenken, dass in seinem Land auch Ordnung geschaffen werden muss. Der Nixon hat einen Goldstandard abgeschafft, das heißt, eure bunten Zetteln könnten sich über Nacht in Buntpapier verwandeln. Darüber müsste man nachdenken. Und vielleicht ist die Chemtrail-Sprüherei doch eher ein globales Problem. Denn früher oder später kriegt ihr den Dreck auch in eurem Land. Ihr könnt ja sprühen, so viel ihr will. Der Jetstream, der um die ganze Welt kreist, der sorgt dafür, dass früher oder später der Dreck der Hieronymus-Riesel bei euch landet. Entweder übers Grundwasser oder über die Weltmeere oder über den allgemeinen Luftverkehr wird es verwirbelt. Irgendwann kommt es an. Und Fukushima lehrt uns, dass der Dreck sich nach und nach über die ganze Welt verteilt. Und ihr habt es an eurer Ostküste. Früher oder später habt ihr es an der anderen Küste auch noch. Es ist nur eine Frage, wie schnell der ganze Dreck sich über die ganzen Weltmeere verteilt. Und ob du dann überhaupt noch irgendeinen Fisch essen kannst. Irgendwann muss man aufhören mit diesen Pyramidenspielen. Neubrit und Freimaurerei, weil dann geht es an die Existenz. Und offenbar gibt es ein paar schöne Berichte, was passiert, wenn es mal einen plötzlichen Ernteausfall gibt, wenn kein frisches Grün mehr da ist.
Das Einzige, was hier passieren muss, ist einfach mal ein Komet, der mal scharf an der Erde vorbeifliegt. Den Dreck, den da mit sich schleppt, reicht aus, um die Ernten hier zu vernichten. Weil die meisten Meteoriten sind entweder radioaktiv oder giftig oder beides. Ja. Wenn so eine Giftwolke hier über die Erde zieht, kannst du alles das, was Oberflächenwasser ist, nicht mehr trinken. Was das bedeutet, könnt ihr euch vorstellen, dass die Ernte in dem Jahr komplett weltweit ausfällt. Und das ist eine weltweite Hungersnot. Einfach nur deswegen passiert, weil die Erde sich eben auch in 24 Stunden immer gedreht hat und der Dreck immer rum ist. So, das sind die Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Ja, und dass genug solche Meteoriten der Erde in der Vergangenheit schon gefährlich nahe gekommen sind, muss uns nicht wundern. Da gibt es genug Möglichkeiten, in der Geschichte mal nachzulesen. Tunguska-Meteorit fällt mir da gerade mal ein. Und da gab es in der Südsee einige, die da eingeschlagen sind, wo die ganzen Landstriche verwüstet wurden. Und. Wir haben genug Probleme mit Friedenszeiten. Wir müssen uns nicht zusätzliche Probleme schaffen durch politische Intrigen von Leuten, denen einfach langweilig ist am Dach. Und die sich daran ergötzen, die Völker gegeneinander auszuspielen. Weil denn der Reichtum zu Kopf gestiegen ist. Und weil sie nicht mehr klar denken können. Und weil sie mit ihrer Gier nicht mehr umgehen können. Weil es denen in den Fingern juckt, wenn sie mal irgendwo gehen, keinen Schaden anrichten können. Die Leute sind einfach geistesgestört. Man muss es einfach so sagen. Die sind an einem normalen Zusammenleben zwischen Mann und Frau in der Familie mit Eltern und Kindern nicht interessiert. Die sind nur an Kriegsspielen interessiert, an Machtausübung und an Ausleben von Wahnvorstellungen. Und das ist das Schlimme an dieser Welt. So, und wenn wir das nicht begreifen und wenn wir das nicht in unseren eigenen Reihen abstellen, dass jeder Systemlink mal hier oben nachdenkt, was er denn wirklich macht, welches Lügensystem er dann noch 20 Jahre laufen lassen will. Es wird nicht dazu kommen. Wenn die Migranten das Sozialsystem erlegt haben, wird das Volk die Systemlinge erlegen, weil das Volk inzwischen weiß, wer die bestellt hat. Urban Society und unser Soros war dafür verantwortlich. Und die Frau Merkel, wissen wir, will die Migrantengrenze von 24 Milliarden, Millionen auf, von 12 Millionen auf 24 Millionen aufblasen. So. Und wenn 24 Millionen Chaoten durch die Innenstädte von Deutschland ziehen, haben wir Verhältnisse wie in Italien und Frankreich. Und da nützt es auch nicht, wenn man die deutsche Pressefreiheit abschaltet, damit wir das nicht sehen. Über die alternativen Medien erfahren wir es alle mal. Da brauchen wir bloß mal nach Italien Lugi Lugi machen. Denn die haben ja auch Online-Kanäle. Die haben Webcams. Frankreich. Wenn die alle hier oben gelandet sind, irgendwann wird es dem Deutschen zu viel. So, und dann ist die Frage, ob sich die Deutschen daran erinnern, wer sie jahrelang geschnickt hat. Mit Öwigs, mit Scheinbescheiden, mit Bußgeldbescheiden, mit irgendwelchen zusammengelogenen Beschuldigungen, der oder der ist ein Reichsbürger. Da sollte man vielleicht einmal in die alten juristischen Gesetzbücher schauen. Da steht nämlich drin, was ein Reichsbürger ist, der nämlich aus der Reichsbürgergesetzgebung von Adolf Hitler kommt. Und wenn die Bundesrepublik dann eine Rechtsnachfolge macht, kann man da im Umkehrschluss die Feststellung machen, dass jeder, der im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, ein Reichsbürger ist, weil die Gesetzgebung von 1938 nämlich noch nicht aufgehoben worden ist durch die Bundesrepublik. Jetzt durch den Europäischen Gerichtshof, aber früher nicht. So. Und die Fortsetzung des Nationalsozialismus steht unter Strafe. Und jener, der die Reichsbürgerei von Amts wegen nachhängt, ist aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. So steht es in Beamtengesetzen. Und darüber würde ich mal nachdenken, wenn ich andere Leute als Reichsbürger beschimpfe. Weil ich habe mit der Reichsbürgerei nichts zu tun. Ich kümmere mich um staatliche Recht. Ich bleibe ganz bewusst auf der Grenze 1710er 1918. Bewege mich keinen Millimeter nach vor und zurück. Weil das ist der Punkt, wo der Kaiser das letzte Mal gesagt hat, das wird so gemacht und das wird so gemacht. Und wenn wir an der Stelle ansetzen, haben wir nämlich alle Recht, die Reparation für die von Stellvertretern hier verursachten Kriegsschäden zu fordern. Denn der Zionistische Weltkongress hat gesagt, wir müssen darauf hinwirken, dass die Deutschen vergessen, wo ihre Rechte liegen, nämlich die Reparationsansprüche. Tja, und meine Sendung hat dazu beigetragen, es wieder um eine Generation zu verlängern, dass dieses Wissen nicht verloren geht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Denkt drüber nach, wenn ihr weiter in der Lage seid, für euer Gebiet Karten zu erstellen, die entsprechend aufzubereiten, schön zu beschriften, klar zu bauen, auszudrucken. Und bis zum 27.10.2017 jemanden zu präsentieren, der die Rechtsnachfolge der Bundesstaaten für den jeweiligen Bundesstaat oder das Zielgebiet antritt.
So, und die Wahlvorschläge, wisst ihr ja, müssen 14 Tage vor der Verweserwahl vorliegen. Mit Melderegister. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ich mach's nicht, weil ich es nicht schaffen kann. Das müsst ihr machen. Ich habe es euch nur erklärt, wie es geht. Und wie man das macht. Und wie man sich einig ist. Und wie man sich nicht immer erst fragen geht, darf ich das jetzt? Ja, es gibt ja den Witz, wenn eine Revolution ist am Bahnhof, da kaufen die Deutschen sich erst eine Fahrkarte. Da lachen die Engländer heute noch drüber über das Ding. Aber so ist es. Eine Revolution ist was zu erkennen, dass das System, was voller Lüge und Verrat ist, sich totgelaufen hat. Wann der Punkt gekommen ist. Und den Punkt zu erkennen, das hat die Bundeswehr schon lange gerissen, dass da vorbei ist. Aber sie versuchen eben, sich vom Dach A zu Dach B zu hangeln. Aber irgendwann knallt es eben. Und die meisten Revolutionen sind Entwicklungen von wenigen Stunden. Erinnern wir uns an die Oktoberrevolution 1907 war die, glaube ich, wenn meine Schulbildung mich nicht trügt, war alles in wenigen Tagen erledigt. Der Putin, Quatsch, der Lenin hatte das alles innerhalb einer Woche komplett unter Kontrolle. So, da würde ich nicht darauf spekulieren, dass wir noch 20 Jahre Zeit haben, uns zu überlegen, wie der Plan B der Bundesrepublik aussieht. Ich gebe euch mal einen Tipp. Mit einer ordentlichen Feststellung der Staatsangehörigkeit können diejenigen, die rechtmäßig hier ein Asyl zu beantragen haben, einen Aufenthaltstitel kriegen. Mit einem ordentlich staatlichen Siegel, der alle 2 Jahre zu verlängern geht. Da kann jeder seinen Dönerladen weiterführen. Aber wehe dem, er hat vor, Autos anzufackeln, junge Mädchen zu beglücken, die das nicht wollen, oder denen irgendwelche Armlängen vorzuschreiben. Dann würde ich sagen, wird es nicht funktionieren. Dann wird das Volk irgendwann einmal sagen, es reicht. Ich lasse mein Kind nicht im Kindergarten früh sexualisieren von einer rot-grünen Tusse. Dann wird es dort ordentlich zur Sache gehen. Und dann werden dort die Fetzen fliegen. Früher oder später. Und wenn die Unruhe kommt, ein ganzes Volk unterdrücken mit ein bisschen Armee und ein bisschen Polizei, das kann's knicken. Das geht nicht. Das muss man im Vorfeld überlegen. Und im Vorfeld überlegen heißt, die Landräte sich hinsetzen und sagen, Scheiße, die haben es rausgefunden, die wissen, dass wir alle auf dem heißen Stuhl sitzen. Lass uns jetzt ordentlich machen. Wir wissen ja, wer hier reingehört und wer ne. Lass uns das in Ordnung bringen, bevor es rumst. Das ist die Message an die Landräte. Ihr könnt euch jetzt zusammenhocken, morgen ist genug Zeit. Ihr werdet ja von uns bezahlt, also hockt euch zusammen und macht euch Gedanken, dass ihr das Rüsttag ordentlich geregelt kriegt, bevor die Bundestagswahl über die Bühne ist. Weil ich garantiere euch, das Wählerverzeichnis wird dieses Jahr flächendeckend angefochten. Und zwar mit Fakten. Und so eine miese Nummer, wie der Bundesverfassungsgericht hier durchgelaufen hat, dass es sich einfach nur die Rosinen rauspickt an der Anklageschrift, das läuft nicht noch ein zweites Mal. Weil diesmal holen wir die OSZE ins Boot und erklären denen, was mit dem Wahlsystem der Bundesrepublik nicht stimmt. Und das werden wir in die internationale Presse geben, damit dieses Schlammloch aufhört. Und wenn ihr euch noch einmal erlaubt, irgendwelche Leute, die angefangen haben, mir die Wahrheit zu sagen, denen die Lebensgrundlage zu zerschießen, denen die Betriebe und die Autos und die Familie zu zerstören. Ich knall dich eins. Die Leute werden genau wissen, wer wann was gemacht hat. Da könnt ihr 10-mal den Mitarbeiter rausstreichen. Am Ende hat jede Institution der BRD in Übig. Und genau der, der im Übig da drinnen steht, der muss Rede und Antwort stehen, wem er wann angewiesen hat, irgendeinen zu diskriminieren oder zu entrechten oder zu berauben. Und ich wette, bevor der 20 Jahre einsetzt, wird er singen wie ein Vögelchen. Das garantiere ich euch. Früher oder später. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Lest doch mal im Neuen Testament. Da steht drinne, es kommt an die Zeit, wo es keine Geheimnisse mehr gibt. Ich habe da mal einen Tipp. Das könnte eventuell die Zeit sein, wenn ihr aufgeräumt ist und wenn jeder von jedem seine Schweinerei erfährt. Und dass der Tag nicht mehr weit entfernt ist, merkt ihr ja, wie aggressiv die Stimmung ist. Frau Merkel hat jetzt vor kurzem einen Wahlkampfauftritt gehabt. Da habe ich selbst bei leise gedrehten Lautsprecher einige Buhrufe vernommen. Und ich denke mal, da waren die noch gnädig, weil die Stimmung im Volk ist noch viel gereizter. Und vielleicht sollte man einfach das Theater irgendwann mal beenden und sagen, man hat es versucht, es hat nicht funktioniert. Man hat bei der Einheit, bei der Schaffung der Einheit Fehler gemacht und irgendwann muss man die Fehler immer eingestehen, weil die Beweise liegen inzwischen auf dem Tisch. Und die Beweislage ist erdrückend. Man kann es noch ein bisschen hinzögern, vielleicht gibt es noch 1, 2 Monate. Aber wenn das Volk flächendeckend aufwacht, ist es vorbei. Und dann ist die Frage, ist es eine gewaltsame Geschichte oder lässt sich es mit einer Wahl wegfackeln? Wenn man es mit einer Wahl wegfackeln kann, haben wir alle gewonnen. Haben diejenigen, die hier jahrelang gelitten haben, eine Wiedergutmachung gekriegt, weil der Kaiser hat genug Gnade
Und diejenigen, die hier einen Stinkefinger gezeigt haben die ganze Zeit, haben vielleicht Glück und werden nicht heimgesucht von der Rache des Mob. Weil diejenigen, die jahrelang auf der Straße gelebt haben, und das sind in Deutschland Millionen, wenn du denen eine Axt gibst, mitten im Bürgerkrieg, die fragen nicht nach Frau oder Mann, nach Kind oder Greis. Die hauen zu. Und das ist die Warnung, die ich gebe. Und das ist wohl überlegt. Ihr könnt, die an dem System was zu sagen haben, euch was vorlügen und ihr könnt euch gegenseitig mit euren logischen Erpressungen gegenseitiges Messer an die Gurke halten. Früher oder später wird der eine oder andere aufstehen. Genau das, was in der Medienindustrie in Hollywood passiert ist, dass die gesagt haben, ich musste an so einem Ritual teilnehmen und ich habe es nicht gemacht. Justin Bieber. Oder die, wie heißt sie da? Miley Cyrus. Und es werden noch mehr aufstehen. Sinéad O'Connor hat sich jetzt geoutet. Ich weiß aber nicht, ob ich das Suicide als Selbstmord interpretieren soll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bricht da was ein. Und der Trump hat die Ansage gemacht, dass die Schweinerei aufhört. Früher oder später wird er den ganzen CIA trockenlegen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die hatten die Chance, 6 Wochen sich zu überlegen, was sie machen sollen. Dann hat Trump durchgelangt. Ich gebe euch einen Tipp. Der Trump hört bei den USA nicht auf. Der macht auch hier weiter. Aber er macht erstmal sein Land und dann das Land. Weil er braucht die Bundesrepublik als Wirtschaftspartner. Er kann sie nicht erlegen. Er kann sie auch nicht ewig ausbluten. Weil, wenn das Volk einen Aufstand macht, sind die paar Hanseln, die im Rammstein meinen, mit ein paar Knopfdrücken hier Kriege zu spielen, ganz schnell an der Wand. Spätestens dann, wenn der Russe uns helfen muss. Wenn die 2 Millionen sagen, Russe, hilf uns. Wir brauchen deine Hilfe. Wir werden ja von der Frau Merkel wahlrechtlich betrogen. Dann wird der Russe ja eingreifen. Früher oder später. Und das müssen wir uns überlegen. Man muss die Gesamtzusammenhänge des Systems verstehen. Man kann nicht sagen, ich habe dem jetzt eine Öweg reingewascht. In der Linnéstraße sich die Hände reiben. Früher oder später wird jeder einzelne Schandtat ans Licht kommen und aufgearbeitet werden. Und ihr werdet euch ärgern darüber, dass er dem einen das Leben versaut hat. Am Ende ist er ja durch die Konfrontation mit dem System aufgewacht. Jeder, der bei uns irgendwie mitgemacht hat oder aufgehört hat, der ist irgendwann an irgendeiner Stelle aufgeweckt worden. Und zwar durch Ungerechtigkeit. Der hat gesagt, wenn das hier im Grundgesetz steht und ich habe das Recht nicht wirklich, dann muss doch mit dem System was falsch sein. Und das ist der Werdegang des Aufweckens. Und das wird früher oder später allen passieren. Jeder wird irgendwann reißen, dass das Öweg durch das Einführungsgesetz, durch die Löschung des Einführungsgesetzes Öweg aufgehoben wurde. Früher oder später. Man kann es ein bisschen verheimlichen, aber die sozialen Medien, Facebook, VK, WordPress an jeder Ecke, wird es den Leuten früher oder später begreiflich machen. Und wenn sie einmal die Lügerei von ARD und ZDF durchschaut haben, ist das Spiel mit der Medienhoheit Geschichte, weil dann greifen die alternativen Medien zu, dann wird denen geglaubt. Und dann gibt es kein Zurück. Wer aufgewacht ist, ist aufgewacht. Den kann man nicht wieder schlafen legen. Man kann ihn erpressen. Aber er wird die Möglichkeit finden, sich böse zu rächen. Früher oder später. Die Frage ist nur, an wem, mit welchem Ausgang. So. Aber ich will die Sache jetzt nicht ewig in die Länge ziehen. Ich denke mal, ich habe eine ganze Menge Wissen gebracht. Lasst euch nicht darauf ein, dass wir bis, also die noch ewig Zeit haben dazu. Also es ist eine Lüge, dass wir mit der verfassungsgebenden Versammlung oder mit gelbem Schein oder mit hinziehen bis 1941 Sommer an einem Stichtag irgendwas reißen. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Das Medienrat Weimar will am 28.10. hier das Heft übernehmen. Die werden es nicht friedlich machen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Die werden das militärisch durchziehen. Die werden es finanziell durchziehen. Die werden auch unser Geldsystem erlegen und uns dann keine Wahl mehr lassen. Dass das der Einstieg in den Bürgerkrieg ist, muss man einfach nur mal eins und eins zusammenzählen können. So, das ist die Frage, ob ihr das alle wollt. Weil Bürgerkriege sind immer mit Kollateralschaden verbunden. Da sterben die und da sterben die. So, das ist die Frage, ob wir das wollen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine andere Lösung gibt. Aber wir haben das in der Hand. Ihr könnt euch natürlich in euren Stammtischen jetzt fetzen und sagen, der hat oder dieses und jenes gemacht. Mein Wille ist, dass ihr dort zu einem Heimatschein kommt, einer ordentlichen Staatsangehörigkeit und dass ihr keiner einen Kopf kürzer gemacht haben müsst. Aber das erfordert, dass alle konzentriert an der Arbeit sind. Ich habe von Montag bis heute Flyer ausgetragen. Und das habe ich jetzt diesmal und einmal gemacht, für einen Wahlkreis. Und in Zukunft kümmere ich mich nur noch um die Organisation. Weil ich habe es vorgemacht, wie es geht.
ihr seid aufgerufen, es nachzumachen. So, und dann tut ihr mal euren Streit und eure Befindlichkeiten mal beiseite und kümmert euch um die wichtigen Aufgaben. Weil die Zeit läuft uns davon, wenn wir nichts machen, haben wir den Fall Plan B. Und dann wird es für alle unangenehm. Das ist einfach nur das, was ich mitgeben wollte. So, dass ich heute keine Telefonrunde mache, lag an dem unangenehmen Anrufer von letzter Woche. Ich möchte mir das einfach nur noch mal antun, dass mich irgendeiner hier während der Live-Sendung blöde anlabert. Da habe ich einfach keine Lust zu. Wenn mir irgendwann wieder dabei ist, dass ich wieder offenes Telefon mache, mache ich es wieder. Momentan reicht es mir einfach. Das nur mal als Nachschenken der Sachen, die hier passiert sind. So. Dann noch eine Geschichte, da einige sich tierisch aufgeregt haben, wenn sie ja 2,50 € oder 4 € Mitgliedsbeitrag bezahlt sind. Wenn ihr denkt, dass ihr mit dem Mitgliedsbeitrag die Herausforderung lösen könnt, dann muss ich euch den Zahn gar nicht ziehen. Müsst ihr euch einfach nur mal überlegen, wie viele Wahlberechtigte haben und welche Infrastruktur man braucht, um diese Herausforderung, ohne dass man drüber stolpert, lösen kann. Müsst ihr euch mal überlegen, wie lange man braucht, um einen Zettel auszufüllen, wie viel Platz du dafür brauchst, wie viele Mitarbeiter du dafür brauchst, wie viel Geld dafür einsetzen musst. Alleine um den Zettel zu erstellen, zu drucken, rauszureichen und zu machen, zu tun. Das kannst du mit Mitgliedsbeitrag nicht machen. Es geht nicht. Da müssen externe Mittel kommen. So. Und die Leute sagen mir, ich gebe das Geld für genau die Einrichtung. Das wird gekauft oder du kriegst das Geld nicht. Ganz einfache Geschichte. Und wenn der sagt, du beschaffst für das Geld einen Schreibtisch, beschaffe ich einen Schreibtisch. Und wenn der sagt, du bezahlst der Runde, die hier gemauert und gefilzt haben, eine Pizza, dann wird eine Pizza gekauft, wird nicht darüber diskutiert. Ihr könnt das mit mir gerne errechnen, aber dann will ich von euch ein Konzept auf dem Tisch sehen, was funktioniert. Und kein dummes Gelaber. Das ist die Ansage, die ich hier zu machen habe. Und wenn Leute der Meinung sind, mit viel Weitblick aus dem Hintergrund sagen wir mal oft, du hast an der Stelle musst du noch was nachbessern, dann werde ich das hier nicht im Livestream machen, sondern da werde ich mich mit den Leuten hinsetzen, die hinter meinem Rücken auf mich aufpassen, dass ich keine Fehler mache und dass ich behütet bin. Und den Leuten danke ich sehr, weil ohne die wird es nicht gehen. Und die tue ich auch nicht verheizen. Aber wer mir hinter meinem Rücken gegen mich Absprachen trifft und anfängt, mich zu belügen oder sagt, ich wäre ja von der Stasi, also man muss einfach nur mal nachdenken. Ich mache seit 78 mache ich die Arbeit. Was habe ich denn vom Grund, mit den Leuten zu reden? Da kommen mir Leute entgegen, die sagen, ich habe die allerbesten Beziehungen zum Staatsschutz, zum OAZ. Dann sage ich, hallo, wenn du in unserer Organisation bist und wirklich ein Herz der Heimat hast, dann komme ich doch nicht auf die Idee, solchen Schwachsinn zu erzählen. Da denke ich doch erstmal nach. Was will denn da damit? Da kann doch damit gar nicht anfangen. Also entweder es stimmt, dann ist es schlimm, oder es stimmt nicht, dann ist die Ansage einfach überflüssig. Denn darüber muss man einfach nur mal nachdenken. So, und wenn man eine Verantwortung hat für seine Folgen, das wirklich wahrnehmen will, dann lässt man sich nicht von solchen Fliegenfängervereinen einfangen. Da hat man eine Vorgehensweise, die hat man sich überlegt und man hat 20 Jahre Zeit. Ich habe im Sommer 2000 angefangen, die Pläne auszuarbeiten, die wir heute umsetzen, damit genau das, was ihr oben seht, eintreten kann. Das habe ich doch nicht gestern gemacht, das habe ich auch nicht erst nach der Gründung gemacht. Die Pläne sind schon von 2000. Und das meiste haben wir auch nicht in der Wohnung liegen. Das habe ich nicht in der Wohnung liegen. Bin doch nicht wahnsinnig. Lass mich doch nicht überfallen. Das ist alles sicher. So. Wir machen es einfach. Aber dazu müsst ihr euch bewegen. Ich alleine mache es vor, wie es geht. Ihr müsst in jeder Stadt, jeder Gemeinde nachmachen, wie es geht. Und dann machen wir den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt, bis wir am Ziel sind. So. Und wenn wir was falsch machen, kommt es zum Bürgerkrieg. Wenn wir alles richtig gemacht haben, bleibt es ruhig. Passiert gar nichts. Haben wir mal plötzlich anders aussehendes Geld, haben wir möglicherweise eine ordentliche Rente und unsere Kinder sind von irgendwelchen Überfällen der Schule geschützt. Meine Ansage ist, seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei? Wollt ihr noch 10 verschiedene Modelle hören von irgendwelchen Rettungssystemen, die irgendeiner raus hat, um eine Gemeinde zu retten? Du kannst die Gemeinde nicht retten, wenn du im Handelsrecht bist. Du kannst dich nicht aus Münchhausen mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Du musst in das andere Rechtssystem eintreten. Und das geht nur, wenn du die Siegelrechte hast. Wenn du dir einen Bummi-Ausweis machst und einen Bummi-Siegel drauf machst, wird das keiner ernst nehmen. Ein Siegel ist der Beweis dafür, dass das, was du ausgestellt hast, Hand und Fuß hat. Direkter Volkswille, ein Referendum, der noch steht. So, dass der Verweser dann durch das Referendum bestimmt ist, dann einfach die Folge der Mehrheitsentscheidung. Aber zunächst erstmal war es gültige Wahlberechtigter. Ja. Deswegen geht es ohne Siegelrechte Wahlen. Und deswegen hast du auch eine ewig Zeit. So,
dass wir zwar jederzeit nachweisen können, dass wir zu jeder Zeit vom System behindert und belogen worden sind und dass wir vielleicht eine Fristverlängerung kriegen von der UN. Mag ja sein, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Die UN ist die Feindstaatenorganisation vom Kaiserreich, nicht die Freundesorganisation. Das vergessen immer viele, weil sie immer UN-Resolutionen verwenden. Die sind darauf aus, das Bevölkerungsaustauschprogramm mit der Betonung auf Austausch, die her, wir weg, durchzuziehen. Früher oder später. Wenn sie es nicht gleich schaffen, weil wir sie dann als Verbrecher machen, werden sie einen Grund finden, um Chaos anzurichten, dass jeder das will. Ihr habt die Möglichkeit, es zu verhindern, ihr habt die Möglichkeit, einfach zu warten, dass es passiert. Beides ist möglich. Es ist eure Entscheidung. Ich werde dann meine Entscheidung treffen. Ich werde mir dann gucken, ich habe alles gemacht, ich habe alles vorbereitet, ich habe dann alles erklärt. Die haben einfach nur dumm rumgelabert oder haben gar nichts gemacht. Was geht mich fremdes Elend an? Dann gehe ich erstmal ein Stück fort und gucke mir das von ferne an. Und dann komme ich wieder und sage, seht ihr, ich habe es euch gesagt. Ihr hättet es ja machen können. Irrvanju anwerfen, OpenStreetMap machen, Karten machen, Flyer machen, einwerfen, wählen, fertig sein. So, gut, das war die Live-Sendung am 28.08. mit ein paar Berichten von der Flyer-Aktion. Sehen wir uns wieder und ich hoffe mal, dass wir dort erste Resultate haben, dass die Leute ordentlich unterlachen vorgelegt haben. Und wie das Durchmischungsverhältnis des Wählerverzeichnisses aussieht, also wie viele Fakes wir haben auf 100. Ich würde sagen, es sind mehr als die Hälfte falsche Einträge drin. Und wenn wir das flächendeckend zeigen können, gibt es dies schon keine Bundestagswahl. Das ist die Ansage. Und das ist für alle das Beste. Weil mit Betrug, mit Verlängerung eines Betruges haben wir alle nichts gewonnen. Es wird nur schlimmer. Und das sollte sich das Bundesverfassungsgericht mal auf der Zunge zergehen lassen. Ob es mit dem Volk mal eine ernste Konfrontation haben will, könnte ja passieren. So, na gut. Also dann, in diesem Sinne, angenehme Woche. Ich hoffe, es bleibt friedlich und die Wirtschaftssysteme bleiben intakt. Der Mittelstand wird nicht beerdigt und die Konzerne hören auf mit ihren Ränkespielchen. Wenn wir das hinkriegen, wird uns allen geholfen. Dann werden wir eine ordentlich florierende Wirtschaft haben und vielleicht mal eine Woche oder zwei Wochen ein bisschen holprig, aber wird keine Katastrophe. Dass ein paar Leute daran interessiert sind, dass es zur Katastrophe kommt, kann ich verstehen, weil die haben uns jahrelang und Jahrhunderte immer versucht, zu Schaden zuzufügen. Ich will jetzt das Volk nicht benennen, was es immer macht, aber ich denke mal, soweit ihr hier drinnen steckt im Stoff, kommt ihr auch von alleine drauf. So, gut, also dann bis nächste Woche, bis zum 28.08. Ja, gut, dann tschüss erstmal.